Mal gucken, ob es jetzt ordentlich geht. So, im Abendlicht sehen wir ganz gut aus. Guck mal, du siehst mal gut aus. Ja, Haben wir total jetzt hier so eine super. Abendsonne? Guck mal, hier so mit dem Hintergrund. Vielleicht sollte man es so oben hinsetzen, dann sieht man den Heißluftballon auch noch. Guck mal, da geht's runter. Wo ist denn der? Da hinten, der geht runter da. Jetzt sieht man es ja nicht mehr. Der geht Die da machen zu. Feuer und ich glaube, die wollen gerne hoch und stützen es ab oder so. Hä? Nee, die bremsen ihren Abstoß ab. Also den. So, da. Bremsen ihren Absturz Ja, also ab. das Ja, nee, ich der. weiß, was Das. du meinst. Noob auf Zoom, moin. Jetzt geht auch der Chat. Okay. Twitch ist immer ein bisschen Speziell. speziell, ja. Ich sehe fertig aus, ne? Du Nee? bist voll braun. Das Einzige, was du hast, ist Allergie. Das ist deine Allergie auf der Hier? Stirn. Was ist das hier? Mhm. Ja. Und wie ist das Resümee? Ja, was heißt, wie ist das Resümee? Natürlich schöne Scheiße von YouTube und den Öffentlich-Rechtlichen. Ich finde, das gehört zum YouTube-Spiel mit dazu, dass jeder die Videos kommentieren darf. Zum Wohl, mein Spatz. Zum Wohl, mein Schatz. Eigentlich wollte ich ja gar keinen. Gut, zum Prost. Wohl. Ein bisschen Urlaub musst du auch mal haben. Das ist jetzt noch eine halbe Stunde. Wenn ich dir nicht bremse, wer denn dann? Nee, aber ja, jetzt müssen wir ja durchziehen, 2 Monate. Ja, aber ein bisschen kannst du auch mal leben. Ja, aber ja. Ich glaube, das Essen, das vom Stream, dieses schnell reinstopfen, muss ich lassen. Dann Ja. lieber gar nichts, dann lieber nur ein Brötchen schnell, Käsebrötchen Genau. oder so. Oder ein Salat oder Ja, nee, sowas. das ist einfach für mich, ich muss auch aufstoßen während des Videos. Naja, zu viel Information für euch, aber ja, YouTube hat ja das Video gekickt. Also nicht YouTube jetzt direkt, da sitzt nicht, hey YouTube, und kickt das, sondern das ist ein Automatismus, weil man auf die öffentlich-rechtlichen Sachen nicht kommentieren darf. Hätte zuerst Anfragen was gebracht? Nee, weil das eine Standardeinstellung von YouTube ist, dass man es generell nicht darf. Das finde ich sehr schade, weil sie auch bei dem YouTube-Spiel mitmachen. Sie wollen selber, sie benutzen selber YouTube-Ausschnitte. Ja. Ja, und ich finde, wenn man YouTube das Spiel macht, dann muss man das auch spielen wie alle anderen auch. Auf jeden Fall, ja. Ja, das fand ich unfair. Das ist unfair. Ist mir eigentlich, ich will nicht sagen, scheißegal, aber. Was war das erste Mal, oder? Nee, nee, hatte ich schon mal. Hattest du schon mal? Okay. Wir wurden schon mal gekickt, wo wir feine Sahne Fischfilet kommentiert haben. Du brauchst einen Staubsauger. Ich habe schon gesehen. Hier, mach ihn an. Lass ihn laufen für dich. Guck mal, hier ist mein Tischstaubsauger. Gib das. Schatz, gib das. Oh, er ist aber ein bisschen mau, oder? Falsche Richtung. Er ist ein bisschen langsam. Das ist eine super Erfindung für dich. Er ist großartig. Du bist Ja, großartig. genau. Ich habe dein Gesicht gesehen. Du bist gemein. Nein, ich bin einfach K.O. heute. Dafür, dass das nur so ein halber Tag werden sollte, war das heute ein ganz schön stressiger Tag jetzt. Das ist der beste Stream, den ich je gemacht habe mit diesem Tischstaubsauger. Der ist super. Er fährt aber an dem großen Stück vorbei. Stück vorbei. Ich denke, bei 4,95 € darf man nicht so viel erwarten. Wenn hier irgendwie ein Sensor drin ist, der sagt, ah, da liegt ein großes Ding, da müssen wir mal hinfahren. Aber es scheint die Leute zu faszinieren. Das Ding ist auch großartig. Ich bitte dich. So. Ich lasse ihn schon mal hier stehen. Ne? Weil ist besser bei dir. Marthas. Tischstaubsauger wie dekadent, ja, da ist Marissa. Marissa. Danke. Bin ich jetzt voll drauf? Danke, mein Schatz. Schön. Naja, ich hatte auch. Finde ich gut. Ich sage ja immer vor dem Stream, habe ich so erstmal keine Lust, aber wenn ich erstmal bei bin, mache ich Immer. meistens Spaß. Ja. Aber so kurz vorher kann ich auch auf der Couch chillen. Naja, klar, das ist ja auch immer so die Uhrzeit. Wir haben gerade gegessen. Jetzt ist irgendwie so Feierabend und dann musst du nochmal los. Das ist ja das Doofe. Also wenn du von hier streamst, das ist dann auch wieder was anderes, ne? Aber wenn du los musst, geiles Motorrad da, guck mal. Wenn du wieder los musst, ist es natürlich auch immer scheiße für alle. Oder nicht? Verständlich. Absolut.
So. Wir hatten vorhin eine Zeitspanne von 45 Minuten, glaube ich, oder eine Stunde. Ja. Ja, also von Baustelle hierher, schnell essen, duschen und also du duschen und dann wieder los. Das ist ja schon schwierig, ne? Nee, das ist dann schon anstrengend. Ja. Du musst ja auch konzentriert sein. Heute waren auch so viele Blödsinnskommentare dabei. Ich war jetzt auch gerade echt irritiert. Ich habe hier sauber gemacht und dachte so, wieso geht denn die Tür? Ich dachte, okay, Jordan. Und dann stehst du da. Sehr ominös. Ich kann das noch gar nicht mit dem Kicken. Also ist mir nicht bekannt. Doch, hatte ich schon mal vor ein paar Monaten. Ja? Hm. Tja. Naja, aber du sagst... Wir haben unsere Twitch-Community vergrault. Wir haben 8 Zuschauer. Was? Ja. Das ist, wenn du auf mich zeigst. Hier wird es auch nicht besser, wenn ich auf mich mache. Guck mal, da sind deine Füße. Super. Da sind 2 unterschiedliche Socken an? Ja. Ja? Oder falsch rum? Falsch rum. Falsch rum und unterschiedlich. Beides. Kein Wunder, dass Jordan sich nicht richtig Socken anziehen kann, wenn du es ihm gezeigt hast. So. Guck. Aber die Marke ist dieselbe. Bleibt eine Familie. Ach so. Ja. Ja, die Leute, so die Standard-Community macht schon Spaß, aber heute waren ja auch ein paar Klugscheißer dabei. Ja. Das ist immer bei so Themen, da kommen immer so ein paar Klugscheiße dabei. Und hast du denn viele Hater dazwischen? Denn? Mhm. Nee? Das sind auch nicht so richtig Hater, sondern so, die alles besser wissen über diesen Mord angeblich und so weiter. Und das nervt dann. Okay. Das ist bis jetzt nicht bewiesen und das sind schwere Ermittlungen und die Leute vom Rechner wissen alles besser. Ah, das ist scheiße, ne? Gucken zu viel hier Criminal Intent oder irgendwas. Ja, genau sowas. Eigene Ermittler. Und für mich ist der Stefan Ernst schuldig. Also für mich ist er schuldig. Ich bin nicht im Thema drin. Du hast mir vorhin das ja nur kurz gezeigt. Ich weiß aber nicht, was da Phase ist. Geil ist auch, wenn Leute, ja, das kriege ich auch, schreibt mir heute jemand, ja, hast du das gestern in den Nachrichten das und das nicht gelesen, das und das nicht. Mann, ich kann doch nicht den ganzen Tag nur Nachrichten lesen. Wir haben nebenbei so viel zu tun. Und aber um was geht's jetzt mal komprimiert so? Der Politiker, der erschossen wurde, der Walter Lübcke. Genau. Davon gibt es die Vernehmungsvideos, okay. Wie er den Mord gesteht und zeigt, wer ihn erschossen hat und so weiter. Okay, und jetzt wird gesagt, bestimmt, dass er manipuliert worden ist oder unter Druck gesetzt worden ist und deswegen gestanden hat, oder was? Ja, und dann hat er sein Geständnis widerrufen und hat was eine andere Story erzählt, okay. Dass sein Kumpel angeblich aus Versehen geschossen hat und so. Okay. Ja, und das klang alles recht merkwürdig. Sehr. Schön vom Anwalt ausgedacht. Und der hat nicht angerufen heute? Wer? Der Anwalt. Nee. Nee. Also bei dir auch nicht? Nee. Nee. Ah. Was macht ihr denn jetzt so? Was machst du denn, Noob? Noob of Doom. Ich habe IQ over 9000, ja, wie alle bei YouTube. Ich komme drüber zu dir, oder? Dann kann ich dir ein bisschen helfen mit Lesen. Du kannst dich ein bisschen entspannen. Ohne Brille bin ich jetzt hier, aber... Ich hole meine Brille. Das ist mir zu weit. Nee, das sind dann manchmal echt so anstrengende Themen. Du musst dich dann ja, wenn da 1000 Leute zugucken und da schreiben 200 von und dann schreiben die Leute, hey, hast du meine Nachricht nicht gelesen, traust du dich nicht meine Frage zu beantworten und so weiter. Das ist dann schon relativ nervig, finde ich, wenn die Leute dann so immer gleich mit Vorwürfen kommen. Vorsichtig, meine strenge Lehrerin kommt. Na, mein Spatz. Na? So. Stream schauen tut nur auf Noob of Doom. Okay, alles klar. Der hat also ein sehr ähnliches Leben wie wir. Ja. Twitch und YouTube. Bestimmt schon sehr viel unser Leben jetzt, ne? Wir müssen mehr twitchen. Das lassen wir aktuell durch die ganze Bauphase irgendwie so ein bisschen schleifen. Obwohl man öfter mal die Kamera einfach anmachen könnte. Jordan könnte es machen, ne? Ja, genau. Ja. Aber Jordan hat da 10 Minuten Spaß dran, das ist auch für ihn dann nur noch Arbeit. Ja. Ich denke, ja, so ein bisschen. Ich glaube, jetzt aktuell macht es ihm Spaß. Wieder. Mahlzeit. Mal dir deine Zeit doch selber. Kennst du den Spruch? Nee. Das sagen Rentner. Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon Karl-Spruch. Ja, wenn ich beim Sport reinkomme und irgendjemand sagt Mahlzeit, dann sage ich jetzt immer, mal dir deine Zeit selber. Okay. So, aber das hat natürlich ein Rentner erfunden.
Ja, ich habe den Stream von der Berlin-Demo gesehen. Mir wurde schlecht dabei, ja. Den Schrank nehme ich mir auch demnächst mal vor. Aber geht ja nicht. Also du darfst ja dann anscheinend nicht direkt ein Video... Nee, öffentlich-rechtliche darfst du nicht kommentieren. Ah, okay, okay. Mach weiter, so gefällt mir sehr gut, was du machst. Dankeschön. Super, sehr nett. Ich habe ja auch grundsätzlich Spaß an YouTube. Ich müsste nur Mittwochmorgen, müsste ich hier mal 2 Stunden filmen. Machen wir beim Wasserskifahren. Ach so. Aber Mittwoch echt, ne? Du willst Wasserskifahren, mein Schatz. Ja. Logo. Da haben die Leute schon Bock drauf. Ich bleibe auch gerne außen dabei. Ich filme euch dann. In dem Anzug? Natürlich. Aber da kriegen die Leute was zu lachen. Hast du es nicht gezeigt? Doch, aber nur bei Instagram. Ach so, okay. Du hast es gut gemacht. Sehr gut. Dafür, dass du keinen Bock hattest und gar nicht wolltest, war das mega. Und noch ein bisschen betrunken, war? Du hast es mega gemacht. Von daher. Richtig gut. Ich filme euch dann. Ich fahre nicht dann. Ich filme euch dann. Dann machen wir morgen nochmal Arbeitstag. Ja. Und Mittwoch machen wir ein bisschen Chili Vanilli. Ja, bei 30 Grad ein bisschen. Mal einen Tag chillen, genau. Okay. Das ist keine schlechte Idee. 1a Populistenzeugs, nur herumgemault, sich widersprochen, keine Lösungsansätze, außer Merkel muss weg, ja. Ja, nervt einfach die Leute, immer alle keine Lösung. Und denen geht es ja allen so schlecht, weil sie 5 Minuten beim Einkaufen eine Maske tragen müssen, uns geht so schlecht. Dieses Land geht vor die Hunde, uns geht so schlecht. Ich komme nicht nach Malle dieses Jahr. Das sind die größten Probleme. Das sind die größten, ja, Probleme, ja. Absolut. Das sind die größten Probleme. Wofür gebe ich mein Geld dieses Jahr aus, weil ich kann es nicht für einen Urlaub ausgeben. Ja. Und weißt du, so eine Insel wie Helgoland, hast du gerade gehört? Wieder, nee, komplette Maskenpflicht auf Helgoland? Komplett. Ja, komplett. Ja, ja. Ich bin auch der Meinung, wenn Rückkehrer zurückkommt. Auch, also der hat ja auch revidiert, dass es war auch, nee, heute. Es wird auch revidiert, das hieß ja erst so, ist es willkürlich, also man kann das selber entscheiden, zumindest für Schleswig-Holstein. Und das wird heute auch wieder revidiert, also dass Maskenpflicht innerhalb der Gänge und sowas besteht, ja. Hallo, Maske ist doch voll die Folter, ja. Stell dir mal vor, so im Mittelalter, so irgendwie du als Ketzer. Hast dich aufgelegt gegen die Kirche und dass sie dann überlegt haben, vierteln wir ihn oder packen wir ihn in den eisernen Anzug, weißt du, was es ist? Also der eiserne Anzug ist, da waren so Spitzen drin, so Pika. Okay. Und dann wurde er zugemacht und wurdest du überall angestochen, dass du langsam, oh, verblutest. Okay. Oder Maske. Das waren die 3 Foltermethoden im Mittelalter. Ja. Nein, ach, du bist auch nicht backen. Ja, eine Maske, dachte ich jetzt, dass das, da kommt so ein Helm auf. Irgendwie. Nein! Weißt du, mit so einem Schließfach hier vorne dran, wo du das aufmachst. Ja, ich stelle dir vor, dann so ein Mittelalter, dann fragt so ein mittelalterlicher Scharfrichter, fragt dann. Ich bin dann, schon bei dir, verstehe, was du meinst. Fragt dann, wie wollen sie bestrafen? Wollen sie gefüttelt werden oder wollen sie einen eisernen Anzug oder wollen sie eine Maske tragen? Ich entscheide mich für gefüttelt. Ja, aber eine Maske hätte ja auch sein können, dass du kein Essen und kein Trinken kannst. Eiserne Jungfrau hieß das Teil, genau. Eiserne Jungfrau, ja, ich weiß. Eiserne Anzug. Dass du kein Essen und Trinken zu dir nehmen darfst und dass du verhungerst und verdurstest, das dachte ich jetzt. Ja, aber da ist die Maske immer noch das Schlimmste. Findest du? Nein. Ich mache mich lustig über die Leute. Manch, für die ist das voll die Folter. Freiheitsrechte. Ja. Ich habe heute bei Facebook so viel schwurbelnde, da sind auch so viele Esoteriker dabei. Ja? Alle so Duftbaum. Duftbaum ist auch geil. Ja, hier Duftkerzen. Hier, genau. Räucherstäbchen, Frauen und so dabei. Okay. Da sind ein paar Leute dabei. Moin, ihr zwei, hab mal eine Frage zum Video. Hab mal eine Frage, wovon wird das abhängig gemacht, wann der Täter beim Feuer Handschellen tragen muss? Ich musste wo das SEK mich verhaftet hat, Handschellen tragen. Aber grundsätzlich, wenn man im Komplex ist und man einigermaßen ruhig ist, werden die Handschellen abgenommen. Aber du kannst davon ausgehen, dass vor dem Raum, wo Stefan Ernst drin war, bewaffnete Beamte standen und die Beamten wahrscheinlich im Raum nicht bewaffnet waren, damit er keine Waffe greifen kann. Aber grundsätzlich ist man beim Verhör nicht angekettet. Also, aber ich kenne ein Foto von dir, da hast du diese komische Schiebermütze auf. Mhm. Zum Gerichtssaal. Aber im Gerichtssaal wurde es abgenommen. Achso, aber da warst du ja auch hier. Ja, ich, mit Hand- und Fußfesseln war ich im Gerichtssaal. Aber als ich in den Gerichtssaal kam, hat mein Anwalt einen Antrag gestellt und gesagt, ich würde schon darum bitten, dass mein Mandant die Handschellen abkriegt. Also der Staatsanwalt hat dann gesagt, nein, Herr Schlaffer ist gefährlich.
Und dann hat der Richter gesagt, in meinem Gerichtssaal trägt keiner Handschellen und Fußfesseln. Okay. Und dann haben wir nie abgemacht. Und eine andere Frage, Fußfesseln? Also wenn ich jetzt Fernsehen gucke und mein Criminal Intent oder sowas gucke, kriegen ja wirklich Fußfesseln, nur die ganz schlimmen. Ja. Hast du so einen ganz schlimmen? Nein. Unschuldig, Justizirrtum. Ein Justizirrtum. Nee, jetzt mal ernsthaft. Doch, ist ein Justizirrtum. Haha. Doch, ich hab danach einen Brief geschrieben an die Justiz, habe ich geschrieben, dass wir... Du bist ein Spinner, jetzt erzählst du schon irgendwelche Märchen. Nein, das können wir nicht. Warst du wirklich so eingestuft, dass du so schlimm warst? Dass du diese Dinger an den Füßen auch haben musstest? Also es gibt ja welche, die haben das nur an den Händen. Ja, und das sind mal Handschellen. Oh Mann, jetzt sei doch nicht so doof. So. Und, aber die sind doch nicht konsequent an Händen und Füßen gefesselt. Nee, das sondern, da gibt es eine Einschätzung vor von der Polizei. Ja. Und du gehörtest dazu? Ja, aber Justiz. Jordan! Aber ein Justiz. Pack schon mal den Koffer! Aber es war wirklich ein Justizirrtum. Dein Ernst? Ja, meinen frischen Rudolf! Rudolf ist geduscht! Geil! Heidi, komm her! Daddy ist da. Rudolf ist geduscht? Ja. Hallo Rudolf! Die fällt aber nicht gerade dahin, ne? Nein, nein. Nein, nein, so viel Muskeln filmen wir nicht. Das kann die Kamera gar nicht ab. Ich lauf schnell weg, wenn du die Kamera aufmachst. Machen wir nicht. Nimm dir den Dackel und dann schau. Dann mach mal. Unser Footballer. Morgen geht's wieder los, ne? Ja. An der Figur, an der Jordan arbeitet, würde er auf jeden Fall in der Defense spielen. Jordan. Da komm ich schon mal ins Badezimmer. Wo ist denn Rudolf? Viel Spaß, der ist da nass irgendwo. Jordan, mach mal unser Schlafzimmer zu, dass der sich nicht nass ins Bett legt. Dass er keine Handschellen trug? Beim ersten Verhör? Weil? Das ist eine Einschätzung der Polizei. Das okay. Ist ja auch gut, dass die Polizei schätzt die Gefahrenlage ein. Ja, 8 Stunden auf der Arbeit, das ist schon eine Maske. Was machst du denn beruflich 8 Stunden? Was macht man denn? Den Maskenhersteller. Richtig. Da hast du recht, ja. Kennst du das mit den Wattestäbchen? Mit dem NSU? Nee. Du kennst auch hier Ohrenstäbchen? Ja. Und die Polizei benutzt die ja auch, um DNA vom Tatort zu nehmen. Ja. So. Weißt du, also die werden genommen und dann kommt das hier in so eine... In so ein Röhrchen. Ja, ein Röhrchen, genau. Oder eine Petrischale. Und im NSU-Prozess haben sie ja versucht, die unterschiedlichen DNA-Spuren zusammenzusortieren. Mhm. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass bei den unterschiedlichsten Morden DNA immer wieder erschien, weibliche DNA. Okay. Und dann haben sie versucht, dass noch eine Frau da beteiligt war, also NSU, und weißt du, was passiert ist? Na? Dann ist das nachher rausgekommen, dass bei der Herstellerfirma von den Stäbchen die DNA von der Frau dran war. Alles klar. Ja, da muss ich erstmal drauf kommen. Ja, ja, klar. Da muss ich erstmal drauf kommen. Na, also ich hätte jetzt gedacht, dass es die das verarbeitet, also die das prüft, dass die das vielleicht dann, dass ihre DNA da dran war. Und das zweite wäre gewesen, dann der Hersteller, oder nicht? Ja, es kommt, da muss er erstmal drauf kommen. Ja, da muss. Weil dieselbe ist? Ja, aber das weißt du doch nicht. Die denken am Tatort, okay, wir haben Übereinstimmung, wir haben dreimal die gleiche DNA. Die Morde hängt so. Ja, da muss er erstmal drauf kommen. Kannst du dich zu Kripo? Ja, wie ich es jetzt erklärt habe, dann kann jeder sagen im Nachhinein. Zu Kripo gehen. Nicht Asphalt, ehrlich gesagt, sondern zu Kripo. Du bist auch so eine Kripo. Übrigens, ich bin auch mal masochistisch veranlagt, bin auch HSV-Fan, ja. Das ist ja still aktuell, ja. HSV? Ja, läuft doch. Keine Spiele? Läuft rum. Super, dann geht's am besten, oder? Geht erst Mitte September wieder los. Ach so. Kommt ja gar nichts. Die Leute haben keinen Bock mit uns zu reden. Nee? Mhm. Wo sind denn unsere Stammmatadoren hier? Ralf und so. Map. Nee, Map heißt ja nicht mehr Map. Map. Nee, heißt jetzt... Hab ich dir gesagt. Du bist doch hier, Peter Lustig, und weißt alles. Ich weiß nicht, du hast mir das nur einmal gesagt, wie er sich umbenannt hat. Mark? Ich, 84 oder so? Du weißt nicht, Sebastian, das ist egal. Ja, oder so. Also, grüßt euch, Leute. Oh. Banjo fehlt. Mhm. Wo ist Dori? Schlafen schon. Ich hab Urlaub, wie geil ist das, ne? Du nicht.
Nee, das wird sich bei mir auch bis Weihnachten jetzt hinziehen. Die Brille ist ja mal da gehabt. Dankeschön. Das ist für meine Autofahrblindheit, die Brille. Lisa kann alles tragen. Ja, klar. Das sagst du immer nur so. Außer mich. Mich kannst du nicht das tragen. Das stimmt. Wenn ich Huckepack bei dir gehe, dann war es das mit dem Rücken. Habt ihr das Foto bei Insta gesehen von uns? Ich finde das großartig. Oder nicht? Das ist richtig gut. Du änderst auch deine Meinung, wie Jordan seine Unterwäsche alle drei Tage. Ich fand das Foto an sich scheiße. Der war guter Spruch, ne? Weil ich kacke aussehe. Ja, genau. Ja. Sagtest du. Und jetzt sagst du, du feierst das Bild. Ja, das Bild an sich ist ja auch sehr witzig. Mhm. Habt ihr es gesehen bei Insta? Kann man bei dir Gifts haben? Ich glaube schon. Musst du versuchen. Er will was subben, also ein Sub verschenken, glaube ich. Okay. Ich dachte, er will jetzt was haben. Du hast ein Brillengesicht. Ich habe ein Brillengesicht. Oder du, mein Schatz? Ich nicht. Ich habe ein Reinklopp-Gesicht. Danke. Du hast gar kein Reinklopp-Gesicht. Und das Foto habe ich schön gefeiert. Ja, das ist super, war oder? Oh, sehr Gott, lustig. Ich K.O. Ja. Du kannst ein bisschen länger, du kannst mit Joe noch was machen. Können wir mal eine Runde spielen, irgendwie Skippo oder so. Wollten wir ja eigentlich. Und dann kamst du. Hm. Macht. Spiel Skippo, ich guck zu. Nee, jetzt haben wir auch keinen. Nein, komm, ich spiel Skippo. Nein, Jordan, willst du Skippo spielen? Ja, er wäscht doch gerade den Hund. Ja, für Heidi braucht er 3 Minuten. Wir haben jetzt einen neuen Deal. Hm? Wir haben einen neuen Deal. Wer? Jordan und ich. Welch was für ein Deal? Er darf eine halbe Stunde Switch spielen. Twitch, nee, Switch. 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 Mhm. Weil? Weil? Weil er fleißig war. Wir haben aufgeräumt. Er war mit den Hunden raus. Na ja, gut. Bisschen Kinderarbeit hat noch nie geschadet. Ja. Die letzten Tage waren schon langweilig für ihn. Ja, wenn er mit dir abhängen muss, ist klar. Sei doch nicht immer so. Wieso denn? Wieso? Weil er kontinuierlich mit auf der Baustelle ist und da helfen muss. Das ist, er ist 10. Du laberst, du pöbelst ihn mal auch die ganze Zeit an. Ja, weil er... Du pöbelst ihn die ganze Zeit an. Ich motiviere ihn übrigens. Nee, das stimmt nicht. Aber du pöbelst ihn die ganze Zeit an. Wie mein Vater damals. Stimmt. Kannst du mit Karl Schlaffer mal abhängen am Abend? Können euch gegenseitig anpöbeln. Das sagt Karl Schlaffer 2 manchmal. Ach komm. Oh. Nur eine halbe Stunde ist ja grausam. Ja, eine halbe Stunde wird er eh nicht eingehalten. Naja, wir gucken mal. Es war jetzt aber lange weg alles. Seit? Ne, Handy hat er ja trotzdem. Seit gestern Abend das erste Mal wieder. Stimmt sogar mit der Kinderarbeit. Bei Zusatzzeit wird auch nur Blödsinn gemacht. Ist so. Ein bisschen Kinderarbeit schadet ja nun nicht. Das ist ja nicht Kinderarbeit jetzt so wie Zwangskinderarbeit, aber nein, eine Stunde oder 2 gut. Stunden kann auch mal mithelfen. Ja, absolut. Aber es war jetzt zu viel die letzten Tage, das meine ich. Ja, und der wurde dann ja auch ein bisschen schlusig. Ne? Heute hat er die Säcke über den Boden gezogen, gehen die wieder auf. Und ja, die sind auch zu schwer gewesen. Hell. Ja, also ich konnte die auch nicht tragen. Ja, weil du muskellos bist. Mhm. Danke. Bitte. Hast schon wieder du hast Rasen gemäht heute. Deine Höchstform. Rasen gemäht. Kannst froh sein, dass ich dir heute gesagt habe, Mährasen. Weil der so kurz war? Ja, weil der so kurz war, aber das ist gut. Dann bist du dann auch durch, ein paar Minuten bist du durch. Ja. Wenn du ihn lang wachsen lässt, dann bestrafst du dich selber. Denkst du, ah, mach ich morgen. Rasen mähen. Also ich habe da kein Problem mit. Ich gönn dir. Ich glaube noch nicht, dass man einen Korb braucht bei der Länge. Hey, bekommt man einen Strafverteidiger bei Körperverletzung, muss man selber schauen, Es sei denn, du hast natürlich eine schwere, gefährliche Körperverletzung und du hast kein Geld. Wenn du Hartz IV hast, kriegst du einen gestellt. Wenn du keinen Hartz IV hast, musst du ihn selber bezahlen. So, that's life. Aber auch wenn du Hartz IV hast und nimmst einen Strafverteidiger und du kriegst ein Jahr später einen Job oder so, dann musst du die Anwaltskosten trotzdem vielleicht zurückzahlen. So einfach geht das nicht. Der Staat bezahlt ja nicht für Straftäter die Anwälte. Mhm. Das denken die Leute immer. Aber die denken doof. Hast du mal gezeigt, was wir gemacht haben letzten Tage? Hast du das für Twitch mal gezeigt? Also das Haus und... Nee, können wir morgen mal zeigen. Ja, okay. Können wir morgen mal zeigen. Moin, moin. Moin, moin, Nina.
Das war schon cool. Also wir haben gestern richtig was geschafft. Du bist sehr fleißig, finde ich. Du haust ja richtig, also du bist ja mehr so die Abreißbirne. Nee, aber wenn man arbeitet, dann muss man auch arbeiten. Aber gestern waren wir alle mega fleißig. Sonnabend ist nur ein Großkampftag. Also ich finde, es gab jetzt keinen Tag, wo ich dachte, Mensch, der eine hat jetzt nicht... Also wir waren immer alle fleißig. Yeah, alle Tage war immer cool. Aber ist jetzt auch, Limit dann. Wir haben bis ins Limit gearbeitet. Also gestern war schon... Gestern war Ende. Ja, also Sabrina war von hier und die sagte, also ihr wurde richtig schlecht vor... Also vorgestern, wann war das? Also ihr wurde schwarz vor den Augen und dieses immer hoch und runter, sie hatte so Rücken. Das kann ich verstehen. Also ja, okay. Irgendwann reicht es. Ja. Twitch Prime Abo genommen. Dankeschön, Dunce Comics. Vielen Dank. Dankeschön. Cool. Wir suchen ja noch zwei Freiwillige für Samstag, die helfen wollen. Ja. Die helfen wollen bei uns auf dem Bau. Aber ich kann einen Schlafplatz stellen, aber leider nur ohne Klo, ohne laufend Wasser. Aber wir suchen noch zwei Helfer fürs Wochenende. Die mir richtig mit anpacken können. Ja, die müssen aber aus der Nähe von Lübeck, Hamburg kommen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Aber das wäre cool, wenn wir noch zwei Stück finden, irgendwie, die uns helfen könnten. Ich mache noch einen Aufruf bei Instagram. Magst du mir einen Gin Tonic machen? Okay. Einen nehme ich noch. Kurz auf, ne? Nee. Du hast heute schon wieder Mauljucken. Du sagst seit Wochen keinen Spatz mehr zu mir. Ich hab dich heute im Stream schon Spatz genannt. Hallo, mein Spatz, wo du reinkamst. Ich hab dich mehrmals schon Spatz genannt. Du hörst das nun nicht mehr. Ja, genau. Für was genau? Putschi. Abriss. Abriss, Fliesen abstemmen, alles Decke, mögliche Müll wegfahren, mit Transporter. Decke muss rausgestemmt werden. Ich versuche immer so Probleme wie möglich durchs Leben zu kommen und die Vorstellung, dass Essigkabel eines Tages meine Wohnung stürmen, ist meine Horrorvorstellung. Wie lange kann man danach nicht schlafen? Wie lange ist man danach traumatisiert? Manchmal ein Leben lang, Fernando Torres. Manchmal ist man ein Leben lang davon traumatisiert. Also. Wann geht's weiter mit der Wismar-Tour? Hattest du keinen Bock dabei zu sein? Nee, das haben die für sich gemacht als Überraschung. Da sollte ich gar nicht dabei sein. Gelernter Maurer, Tundja. Ja, aber wo kommst du her? Und Trave Ostsee. Ja. Aber wer hat das? Oder kann man das bestimmt bestimmen? Oder wen ruft man dann an? Aber wer hat das? Was? Aber wer hat das? Was? Ich weiß nicht, worum es geht gerade. Einfach bei Instagram mache ich noch einen Aufruf. Zwei Leute suche ich noch zum Helfen, wenn es geht. Zwei Leute suchen noch zu helfen für Samstag. Wir brauchen noch zweimal Manpower. Starke Männer. Onkel Holstein, Dankeschön. Oder Kamin. Gelernter Maurer oder Kamin? Komme aus Sachsen. Ja, schade. Kaminbauer suche ich auch noch. Kaminbauer. Schreib mir doch mal bei Instagram, ich brauche vielleicht einen Tipp. Warum ist das Licht schon wieder aus? Ist der Kühlschrank auch aus? Nein, das machst du immer falsch. Nein. Mach bitte Licht an, wir brauchen noch Licht. Mach mal bitte an. Dankeschön, mein Spatz. Siehst du, Spatz gesagt. Hier. Anwalt, ja, aber trotzdem machen wir das Licht an, bitte. Was mache ich denn immer falsch? Gut, bring nicht viel das Licht. Er ist cool. Wie kann man mit so einem Polo so durchdrehen? Was für ein Spasti. Anwalt. Das wird dir bei Gericht gesagt. Das ist eine A-Klasse. Alter, was für eine Pfeife, ey. Und ein Corsa, auch nicht schlecht. Was für eine Pfeife. Ich wollte nur mal sagen... Straßenbau kann ich auch, ja. Aber kannst du irgendwas auch gut oder nur alles ein bisschen? Weil ich ja so eine schlechte Frau bin, ja? Mhm. Habe ich dir dein Eiweißshake schon vorbereitet. Deine Kaffeetasse mit zwei Würfeln Zucker steht schon bereit. Deine Sporttasche mit einem frischen T-Shirt und einem frischen Handtuch liegt bereit. So, damit hast du die AirPods geladen? Die AirPods müssen geladen werden. Nee, ernsthaft. Die AirPods müssen geladen werden für meinen Sport. Da ziehe ich mir aber YouTube-Videos rein, die ich kommentieren würde oder so. Hast du die AirPods geladen, ja oder nein? Dankeschön. Guck mal her, mein Spitz. Nee, ist schon okay. Ja, und wir haben auch eine frische geduschte Heidi. Thank you. Hallo Heidi! Oh toll! Hallo! Hallo, hallo! Und bist noch glitschig nass. Hau bloß ab. Da ist der Eifersuchtspanda. Geh. Zeugnis Maurer können. Abfahrt. Rudolf. Zwei frisch geduschte Hunde. Geh schnell Top. Weg. Das ist zu kalt für dich. Geh rein. Top.
Kerzenschein. Wir beide bei Kerzenschein. Mhm. Nur der VfB Lübeck, nur der HSV, der. So, ey, Ruhe da unten, genau. Haben wir jetzt irgendwie, der uns tatkräftig zur Seite steht? Das ist ein geiler Kommentar. Ja? Bei Philipp kommt manchmal noch der Präsi durch. Marisa sagt 5 Sachen, die sie erledigt hat, und Philipp flimmt trotzdem noch eine Sache zum Nörgeln. Immer. Es ist ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Was wird das nicht mehr? Mama hat gesagt, ich soll mal auf meinen Switch starten. Das habe ich abgelehnt. Kannst du uns jetzt hier mal was aus einem Schulbuch schon mal vorlesen? Ab Sonnabend ist hier ein bisschen Lesen. Auf jeden Fall. Dass du in der Schule ankommst und wenigstens noch das Alphabet kannst und so. Da bist du mal nicht ernst. Mal eine halbe Stunde lesen. Aber er kann seinen Namen tanzen. Zählt das? Nee, aber bald geht Schule los und dann ist wieder jeden Tag Lesen, Jordan. Ja. Freust du dich schon drauf? Mhm. Sehr gut, dann kannst du ja jetzt anfangen. Nee. Warum kannst du nicht spielen? Weil das Update noch eine Stunde dauert. Oh. Warum? Ich mache immer so lange Update. Auf meiner Playstation habe ich es schon gemacht. Die gibt es ja leider nicht. Auf meiner Playstation? Wessen Playstation? Meine. Deine. Das ist immer noch meine. Darf ich ja mit unten ins Zimmer nehmen, ne? Die hat Mama dir das noch gar nicht gesagt, dass du kein Zimmer unten kriegst? Ach so, ich meinte oben. Eigentlich will ich ja dich oben nicht haben, weil du auch in einer Tour mal pupst und mit Fenster zuschläfst. Was war hier 16 Euro die Stunde? Warte mal, ich muss erstmal, ich zieh mal kurz ein bisschen runter. Komm zwar aus Hamburg, aber mein Rücken hat mit meinen 2,15 Meter konstant keinen Bock auf mich. Oh, 2,05 Meter, das glaube ich. Ja. Wie haben die Postwies sich früher immer noch genannt? Dü oder so? Boah, Dü, Alter. Herr Schlafer? Nee, was war das hier? Schlatter. Herr Schlatter. Herr Schläfer. Ball. Herr Schlatter. Ball. Das hätte ich nicht erzählen sollen. Aber bei dir ist das wirklich so. Also, man kann machen, ich habe gedacht, du freust dich morgen früh und sagst, toll, nee. Du musst die Dackellampe rausholen oder so. Wir müssen noch unbedingt die iPods laden. Oder mit deinem Handy ein bisschen Licht strahlen. Die AirPods laden. Hörst du unten welche? Welche AirPods? Nimm aus meiner Sporttasche bitte die AirPods raus und lad die mal bitte. Die Leute müssen hier auch mal gehorchen hier in dem Haushalt hier. Hallo Heidi. Guck mal, hier ist Heidi. Hier ist Heidi. Oh, bist du nass? Oh, müffliger Hund. Ich will gar nicht wissen, was die Postbis alles ertragen mussten, das ist so. Ja, das ist so, Fernando, das glaube ich mit dem Rücken. Ihr nähert euch Oslo und vergiss es. Also, So. Lass da hinten stehen, das reicht. Ja? Ja, ja. Mein. Jetzt wird's hell gleich. Zu hell? Ja. Sehr weißlich, sehr erreicht. Oh, mir ist scheißegal. Aber sehr gelb. Okay. Ja, so ist gut. So. Ein bisschen weiter weg? Nee, ist, ja. So? Dü Schlatter am Apparat. Dü Schlatter. Ah, hallöchen, ihr zwei, wie geht's euch? Gut. Ich nehme mein Telefon. Okay. Ist. Ja, das ist gut, Fernando. 2,05 Meter groß. Vor allem im Mega. Letzten Schuljahr kam dann plötzlich einer von der Schule an und meinte, ob ich keinen ergonomischen Tisch haben möchte. Und ich dachte mir so, das war's danke. Dann bitte die letzten 8 Jahre. Du bist ja zweimal sitzen geblieben. Und dann nur 8 Jahre Schule? Das ist ja nach der 6. Runde oder was? Ich hab mich. Das war ein Witz. Ich wollte witzig sein. Oh Gott, ich habe jetzt gerade das Licht aufgebaut und die AirPods. Hast du damals eigentlich auch Spaß verstanden oder war Dü schon zu viel? Nee, da konnten wir richtig drüber lachen. Ja, du ja. Klar konnte ich darüber auch lachen. Aber nicht immer, oder? Ja, also wenn was ernst war und jemand hat dann auch Spaß Dü gesagt, dann bin ich auch schon abgegangen wie Düs Katze. Aber grundsätzlich konnten wir uns alle gut verarschen. Aber es kommt immer drauf an, wer. Okay. Thank you.
Marisa, schicke Brille. Danke. Achso, zum Wohle. Ja, Prost. Gönn dir. Ich habe das mit Dü mal erklärt in einem Stream. Dü hat mein Vater mich immer genannt, weil ich früher nicht Du sagen konnte. Das war mir zu kompliziert. Da habe ich Dü gesagt. Und dann irgendwann wurde ich Dü genannt. Echter Maurer springt nicht an hier. Doch, echter Maurer ist schon gut, aber Sachsen ist halt weit. Kommt hier keiner rum, ne? Nein, ich mache einen Aufbau Instagram. Bei Instagram. Ach, so zwei Stück wäre schon ganz cool. Dann grillen wir abends noch ein bisschen, ne? Oder nicht? Ein bisschen Holz verbrennen. Ja. Coolen Abend machen. Und, aber warum haben wir... Ah, okay, mit dem Wasser oben, ne? Natürlich scheiße. Schlafplatz kein Problem, ne? Ja, aber das ist das Problem mit dem Wasser. Ja. Ein Waliser in der Schweiz, die vertauschen U und Ü. Ja, ist so. Ich habe fast eine ganze Flasche Dos Mas Intos. Dos Mas? Dos, zwei Bier. Dos Mas ist... vielleicht kennst du das Getränk. Keine Ahnung. Was? Groß. Ist groß. Düschlatter hatte in der Zeitung schon lustig ausgesehen. Das wäre lustig, ja. Das mach's. Ah, jetzt wird schon wieder ein bisschen kühl. Findest du nicht? Ja. Frag mal bei Görlitz. Wo ist Görlitz? In Sachsen. Ja. Muss ja sein. Oh. Das sind ja auch Gangster da unten, ne? Richtige Gangster, die haben einen 3er BMW oder wo das steht. Und da sitzen sie bei uns auf der Tiefgarage da. Ja, ich habe nur Angst, weil das Tor... Nicht zu. Aber das zweite ist auch. Ja. Ich rede von der linken Flasche. Pinke. Pinken. Ich rede von der pinken Flasche. Was ist denn? Dos Mas. Dos Mas? Dos Mas? Also zwei große... Also Dos Mas ist einfach zwei große... Einfach ignorieren. Nein. Hat man überlesen. Ah, ich google das schnell. Warte. Dos Mas. Ist so ein Schnaps, glaube ich. Nee, ich kenne Tunnel. Schreibt hier jemand? Ja. Na, Tunnel schmeckt aber auch ekelhaft. Nee, mag ich. Nee. Support ist kein Mord, dankeschön. Was ist das hier? Das kenne ich gar nicht. Ja. Habe ich noch nie getrunken. Gesehen habe ich schon, aber ich habe es noch nie getrunken. Was ist denn das? Schnaps. Warte mal. Das kann Korn sein, Wodka sein, Gin sein. Warte doch mal, Likör ab. Das sein. Ist ein Bärenlikör mit Wodka verfeinert. Oh, das könnte mir gefallen. Kann das sein. Ja. Hm. Flasche ist schon mal cool mit dem Ping. Wir haben hier wie heißt das? Donation bekommen, genau. Von Chaos Pato. Nicht Polen, du sagst. Naja, fast. Görlötzki. Ist mega lecker. Das blendet okay, man aus, wenn dann nur. So KZ-Stellen blendet cool, man aus. So Pink. Unseren polnischen Maurer muss ich morgen auch nochmal anrufen. Der polnische Maurer? Welcher ist denn den das? Den Arthur. Achso. Ey, das wäre ein Russe. Nee, ist Pole. Sicher? Ja, Pole. Okay. Das weiß ich. Na gut. Sehr kompetent wirkt er aber. Ich finde, der hat Plan. Ja, aber schon sehr, sehr Klischee-Pole. Jo. Die Slipper fand ich geil. Slipper? Der Slipper an. Hast du nicht gesehen? Ohne Socken, ne? Ja. Ohne Socken zu kurze Jeans. Ja. Und dann oben aber. Und dann so hier den Hermes-Gürtel. Oder was war das? Gucci oder Hermes? Ja, der war schon sehr Klischee. Ja. Cooler Typ, aber. Hatte Plan. Und sagen alles Lügenpresse, ja, ist so nur auf du. Nein, der war schon sehr Klischee. Aber nett, netter Kerl. Super nett, ja. Netter Kerl. Ich hole mir eine Jacke. Jetzt wurde gesagt, es ist kalt, jetzt ist es mir auch kalt. Ich gehe pischen und hole eine Jacke. Brauchst du auch irgendwas? Geh mal mit für mich pischen. Ja. Okay. Wenn er weiß, was er tut, nein, er macht gute Arbeit. Er macht gute Arbeit. Grüße aus Lübeck, Henker 20, Grüße, Digga.
So ein schöner, windstiller Abend. Tolles Wolkenbild hier. Seht ihr das auch? Nee, ne? Kann euch aber auch egal sein. Ihr sitzt ja eh in eurer Wohnung und glotzt das hier. Ja, morgen wieder vollen Arbeitskampftag. Sollen wir euch bei Twitch live mitnehmen beim Wasserski? Sollen wir das machen? Glaubst du, dein Leben hätte sich anders entwickelt, wenn du in einer Großstadt groß geworden wärst? Ja, sicher. Ganz andere Einflüsse. Aber gangaffin wäre ich trotzdem gewesen, auch in der Großstadt. Wird momentan früher dunkel. Ja, ist so. Geiler Name, Black Cock Down. Geiler Name, Alter. Black Cock Down. Mega. Ich frage mich immer, warum die Leute sich so einen Namen geben. Wenn du uns mitnehmen möchtest, dann gerne, Flip. Ja, zum Wasserski nehme ich mit. Ich sitze in meiner eigenen Wohnung selber umgebaut. Top. Gerne mitnehmen, ja, das wird lustig. Ich hoffe, ich habe nur ein bisschen Angst, mich da zu verletzen, da, aber. Muss man mal gucken. Ich würde mich ja gerne auch vor so einem Sport warm machen, aber wenn ich mich warm mache, dann ist meine Energie weg. Das ist gut. 300, 300 warm, die Bude, 300 Euro warm. Mega. Wo gibt's, hier kriegst du meine Garage für 300 warm. Nee, das stimmt. Weißt du, mit wem du gerade Ähnlichkeit hast? Na? Mit Brigitte. Oh. Ja? Ist eine hübsche Frau. Ja, sag ich doch. Aber findest du nicht selber? Guck mal selber gerade. Ja? Mit der Brille und guck mal, die, wo sie ihre Haare auch so zusammen hatte. Ich finde es mega Ähnlichkeit mit Brigitte. Okay. Komm, ich muss mal ein Foto machen für meine Mama. Komm mal, guck. Warte mal. Ich muss mal ein Foto machen für meine Mama. Mach mal. Guck mal so in die Kamera. So, warte, ich fotografiere dich, wie du in die Kamera guckst. Das muss ich meiner Mutter schicken. Wo ist denn Mama? Ah, hat Marisa nicht... Sag mal keinen Namen dann. Nicht Ähnlichkeit... Ähnlichkeit mit einer Person? Fragezeichen. Ne? Hast du noch T9 hier? Was denn sonst? T10. Kann tendenziell viel passieren beim Wasserski. Ich bin mir auch noch nicht sicher mit Mittwoch. Vielleicht gehen wir nur an den Strand. Doch. Stell dir mal vor, dann haben wir super GAU. Ja, dann ich. Schatzi, ich würde dich auch... Ja, mich ersetzen, ja, genau. Ja, genau, das kann ich nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich würde dir die Windeln wechseln und den Sabber von dem Mund wegwischen und ich mache das alles. Guck mal, das sieht... Also wenn meine Mutter das jetzt nicht auffällt, dann ist meine Mutter halt auch schon leicht schlecht an den Augen. Was für ein Auto fährst du? Ich fahre einen Mercedes SUV, ganz politisch korrekt. Ein Opa-Benz. Opa-Benz. Ich bin Mercedes-Typ. Ja, du ich bin mittlerweile Mercedes-Typ. Ja. Also ich finde, dein Auto ist wundervoll, aber du hast eine neue Scheibe und diese Scheibe hat irgendwie, als wenn das irgendwie, also als wenn da eine Brille drauf, also die Scheibe hat Dioptrien. Meine Mutter schläft doch noch nicht. Ich denke, meine Mama, aber offline, was offline? Gelernter Maurer, alles selbst gebaut, dann ist ja auch einfacher. Brauch nicht mehr, nee. Ja, aber jetzt mit Familie kommen wir nicht aus mit 44 Quadratmeter. Nee. Also. Nee, mit deinem Büro. Wir haben das Büro ja auch dann noch mit dabei und. Nee, da kommen wir nicht mit aus. Das ist auch noch zu Hause. Das ist. Katrin schreibt. Mit Mama? Nein. Och Mann, Katrin. Du hast meine Schwester falsch geschrieben. Hä, das, die habe ich gar nicht geschrieben. Das ist so da drin. Hä, hey, nee, das kann ich. Ach so, nee. Das Video ist eingespeichert. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, was eingespeichert. Ja, bist du ganz dicht oder? VfB Lübeck. Ich hab doch alle so eine extra Wurstnamen. Philipp. P-H-I-L-I-P. Nee, bei Vodafone heißt du Flip. Flip Schlaffer, ja. Kontakt @flip-schlaffer.de.
Zweite Lehre Fachinformatiker. Digga, läuft bei dir. Naja, Katrin. Ich sag ja auch mal Katrin. Katrin, sagen wir. Katrin? Katrin. Ja, okay. Mit wie Natrin. Wie Natrin. Apostroph. Mit Doppel-E. Natrin. Aber sie heißt eigentlich Katrin. Aber noch nie hat irgendjemand aus unserer Familie sie Katrin genannt. Sie wird Katrin. Ja, heißt irgendwo dachte ich, okay, Apostroph-E oder ein H. Dass das nur C-A-T-R-I-N. Das ist wie bei Natrin, Doppel-E und kein Apostroph-E-H. Wo sind deine Emojis? Da unten, mein Schatz. Ja. Wo sind diese Augen, die zur Seite gucken? Alter, was für blöde Emojis benutzt du? Das sind deine Haupt-Emojis, die du benutzt? Ja, deine sind noch viel schlimmer. Sektflasche ist klar. Wofür braucht man die Torte? Für Geburtstag heute. Scampi, wofür braucht man den Scampi? Ja, weil wir immer Scampis essen. Also, du benutzt mehr den Wegguck-Smiley als den Kuss-Smiley? Ja, also dich, wenn, dann habe ich ihn ja nur in deine Richtung geschickt und anscheinend ist aktuell nicht so viel. So, wo sind die Augen, die zur Seite gucken? Das ist der Wichtigste. Ich finde Brigitte. So. Aber sag doch mal, dass du Philipp bist und nicht Marisa. Also, Philipp schreibt hier. Philipp schreibt. Die denken alle, ich habe einen in der Birne oder was? Da mache ich ganz viel Rechtschreibfehler rein, dann denken sie, du bist das. Du hast heute echt ein bisschen Mauljucken, oder? Du bist schon aufgestanden, da habe ich gedacht. Komm, meine Schwester schreibt, stimmt. Meine Schwester schreibt, stimmt. Ja. Aber wirklich, du siehst hammer aus wie Brigitte. Das ist ein Kompliment, ist das? Ja, die ist sehr hübsch. Brigitte ist jetzt 80. Ja, die und ist mega hübsch. Die war mit 60 war die noch wirklich. Also, die sah aus wie Anfang 40. Ich finde sie auch immer noch. Also, sie ist ja krank und ich finde sie. Wir haben sie ja besucht. Ne? Und ich finde, das ist immer noch eine so attraktive Frau. Ja. Also, lobst du dich gerade selber? Nee, du lobst mich sonst. Jeden Tag nicht zu hören, Schatz, du bist so hübsch. Und dann guckst du so. Nein, so gucke ich nicht. Natürlich. Nein, so gucke ich nicht. Und klar guckst du das so. Das gucke ich nicht. Na klar, wenn ich ins Bett komme, sagst du immer so. Na, mein wunderschöner Spaß. Ja, genau, und machst du so. Nein, so mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Mhm. Nein, so mache ich nicht. Das mache ich noch nie. Das habe ich noch nie gemacht. Philipp schläft heute auf dem Sofa. Wirklich, das Bild ist Hammer. Das ist genau das gleiche Lachen. Ja. Aber man muss auch sagen, also meine Patentante ist das. Und meine Patentante ist eine richtig, richtig, richtig hübsche Frau. Die ist und auch ganz toll. Die Tochter war Model und die Enkeltochter ist auch Model. Genau, richtig. Ich finde, sie ist einfach, sie wirkt so schön, weil sie nicht drauf achtet. Also sie ist so natürlich schön, ne? Ja. Ja. Hat sie sich früher auch schon hergemacht, ne? Ja. Also, ja, ja, na klar. Aber jetzt wirkt sie so, die sieht ja so einfach aus wie, also ungeschminkt sieht die einfach ja, toll aber aus, ne? Ja. Wie war deine Beziehung zu deiner Schwester früher zu Krimi-Zeiten? Beschützerinstinkt, sprich von mir, immer abgecheckt oder gleichgültig? Lange Zeit gleichgültig und nachher natürlich, wenn sie Probleme hatten mit irgendwas, dann auch immer volle Kanne Halligalli. Danke, Chaos Pato. Na, schön, wie, natürlich schön, wie wir Männer, ist so. Ich glaube, Philipp steht immer morgens da und denkt sich, okay, das läuft, geht so durch, ne? Nee, ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber. Ich stehe auf und mache meine Haare zur Seite, Deo rauf und weg bin ich. Ja, aber du kommentierst ja andere gerne. Also wenn ich jetzt aufstehe und ich sehe aus wie Scheiße, dann sagst du auch sofort. Sieht scheiße aus. Ja. Siehst grau aus, siehst fertig aus. Ja, danke. Hey Philipp, ich schaue dann und wann deine Videos und ich habe dich hier entdeckt. Machst das wirklich klasse, dankeschön. Ich finde die E-Boys ganz cute. Keine Ahnung, was das ist. Grüße gehen raus, ahoi. Risto Capone. Ich finde, ein Mann, dem reicht das auch, wenn er ein bisschen Bart trimmt, Haare und
Hemd an, Jeans ist ja gut angezogen. Das stimmt, ja. Also wir Frauen brauchen da mehr. Ja, braucht nicht, aber eine Frau, ich mag das schon, wenn eine Frau sich hübsch machen kann. Aber ich will das ja auch nicht jeden Tag. Aber wenn sie sich mal, ich freue mich schon, wenn du dich mal hübsch machst. Wenn du weggehen und machst dich hübsch, und freue mich. Hm. Ja. Ein Mann braucht halt einen 40er Oberarm, aber mehr nicht. Ja. Philipp im Smoking wäre bestimmt interessant zu sehen. Ja, ich habe ja einen Maßanzug, aber in den passe ich wahrscheinlich wieder rein, wenn ich tot gestern, bin. Ich musste gestern so schmunzeln, als wir Tim Melzer und Steffen Hensler gesehen haben. Und als sie zuletzt diese Fotos gezeigt haben und der Steffen Hensler, auch wenn es kein schöner Mann ist, aber der sah in dem Anzug deutlich besser aus als Tim Melzer. Und du hättest genauso ausgesehen, wie so ein Schweinehälftenverkäufer. Ja, ja. Du gehst gar nicht in einem Anzug, gar nicht. Also ich stehe sonst normalerweise drauf, aber bei dir geht's nicht. Nee, ich bin kein Anzugtyp. Nee. Aber gut zu wissen, dass du drauf stehst. Aber direkt so semi-charmante Sachen zur Freundin in der Früh sagen, ist Leben am Limit. Sprecht da aus Erfahrung. Da scheißt er drauf. Das ist Philipp völlig egal. Guck ich mir an, Henker. Ich habe dir auch auf Insta gerade meine Aussicht geschickt. Vielleicht siehst du es ja. Ja, Digga, wir streamen leider gerade. Muss ich mir nachher angucken. Also das ist Philipp völlig Wumpe, ne? Wenn du das so äußerst. Was? Also ich bin ja so ein Typ Mensch, du hast mich ja kennengelernt, so als Reiter-Uschi. Nicht geschminkt immer so, ganz natürlich. War so für dich schwierig, glaube ich, ne? Ja, also jetzt hier jeden Tag hier Pferdeäppel unter den Nägel und immer nach Stall riechen und so, ist schon speziell. Na, aber mit wenig Schminke war auch für dich. Ja, nicht wenig, ja, aber. Ja, also nicht so, ich weiß, was du meinst, ja, also das ist, also, aber du mochtest das schon, also es war für mich auch gewöhnungsbedürftig erstmal. Mittlerweile mag ich es ja auch sehr gerne. Man passt sich seiner Umgebung an. Ja. Man assimiliert sich gegenseitig als Partner. Genau. Guck mal, ich mache Dinge auch, die ich vorher auch nicht gemacht habe. Guck mal, ich esse ab und zu jetzt mal Gemüse mit. Ich habe letztens Spinat gegessen. Du isst am Tisch. Ich esse am Tisch und ich habe Spinat letztens mit gegessen. Und sogar zweimal nach. Und Salat. Ja, das ist noch nicht so richtig, aber Spinat habe ich mir zweimal nachgenommen. Also ich finde, dass du schon viele Schritte gemacht hast. Also ich habe dich kennengelernt. Ich weiß noch, wie du immer, als wir gegessen haben, hieß es immer am Stubentisch, wo ich dachte, oh Gott, wie schrecklich. Ich dachte immer so, Hartz-IV-TV, die sitzen auch immer nur da und drehen sich dann noch Zigaretten und so. Das kommt gleich noch hier, so ein Drehrolf kommt da raus. Und so, wie bitte? Ja, aber das sieht man ja wohl hier in der Wohnung. Naja, aber du hast immer nur an diesem Stubentisch gegessen. Das war so ein typischer Single. Ja. Weil ich ja sonst habe ich hier, ich hatte meinen Stubentisch, habe Fernseher angemacht, habe gegessen, habe nebenbei Tinder gemacht. Mhm. Ja, so. Ja. Was soll ich mich jetzt alleine an den Küchentisch setzen? Oder? Aber es war trotzdem am Anfang schwierig, dich an den Küchentisch zu kriegen. Das war so, am Anfang war das so, ja, okay, du hast das gemacht 2-3 Mal aus Höflichkeit. Dann war es wieder so ein bisschen nee. Und jetzt magst du das sogar. Also du. Ja, jetzt mag ich das schon ganz gerne mal sitzen. Ja. Ich glaube nachher, wenn wir den anderen Esszimmertisch haben, da sitze ich noch öfter. Ja, ich glaube auch. Jetzt haben wir auch ungemütliche Stühle. Ja, total, das stimmt. Ist der Parkplatz hier nicht mehr beleuchtet? War der mal beleuchtet? Ist es nach 10 vielleicht? Ja. Und ach so, warte mal. Ich habe doch keinen Fliesentisch. Wir haben eine Bio, also wir kriegen eine Biomülltonne. Ganz jeder Haushalt hat in Stock. Ja, kannst du anrufen. Ja. ZVO oder so heißt das. Und dann muss man die beantragen. Hat sich dein Frauengeschmack mit dem Wandel geändert oder auch relativ gleich geblieben? Nee. Hat sich schon geändert. Ja. Hat sich schon geändert. Ich mag es ein bisschen, klingt zwar fies, ich mag es ein bisschen häuslicher. Ja, so häuslicher, also so. Ja, also das würde mit mir Marisa nicht passen, wenn sie jetzt 4-mal die Woche weggehen wollen würde. Ich habe nichts dagegen, wenn du weggehen wollen würdest. Nein, nee, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ja. Aber jetzt nicht so Dienstag Frauenparty, Donnerstag Ladies Night, Freitag abzappeln, sondern dann nach Hamburg und das wäre ich keinen Bock mehr drauf. Und du magst es auch schon, wenn eine Frau auch Frau ist. Ja. So. Sie muss schon ihre eigenen Putzhandschuhe besitzen. Jetzt müsst ihr kommen, Spatz. Spatz, hast du eigene Putzhandschuhe? Diesen Kanal dürfen nie Leute sehen, mit denen ich arbeite. Mit Sternchen innen, auf gar keinen Fall.
und sowas. Ich glaube, die Leute checken manchmal nicht, dass es auch viel Ironie ist. Ironie, das checken genau, die Leute ja nicht. Sagen. Aber wir sind ja sehr offen. Und, ne, also... Ich habe durch Steffen Kochen oder Grille gemacht. Hm. Vielleicht statt Kochbuch erstmal einen Duden kaufen. Servus, Pavel. Dreckig, aber lecker. Ich habe durch Steffen Kochen oder Grill gemacht. Verstehe ich nicht ganz den Kommentar. So. Oh. Das ist schon wieder 10. Ich wollte ja genau ein bisschen Fernsehen gucken. Du hast geflüstert. Was hast du gesagt? Warum ist im Buch deine eine Ex-Freundin nicht zensiert? Erlaubnis eingeholt? Ja, das hat der Verlag gemacht, ja. Da kann man aber auch zu Weihnachten oder Geburtstag verschenken, die Putzhandschuhe. Immer. und eine Bratpfanne. Hat dein Vater sowas auch mal verschenkt? Niemals. Also mein Vater... Meine Mutter wurde auf Händen getragen. Aber nicht alle hier, seine Frauen. Meine Mutter. Nein, aber nicht alle. Ja, der Vater hat ja mehrere ein paar mehr Frauen. Frauen, ja. Aber meine Mutter wurde auf Händen getragen. Ja, aber kann man nicht vorstellen, alle. Also die Inge vorher, also die kenne ich nicht, habe ich nie kennengelernt. Ich Was glaube, ist mit der passiert? Die ist gestorben. Auch? Mhm. Und ich glaube, dass, also die hatten ja eine normale Phase bis hin zur, wir wurden selbstständig und haben viel Geld verdient. Und Inge hat ja dann mit dieser Selbstständigkeit, ist sie ja so abgedreht, ja. Also Pelzmäntelchen, wie es damals war, 70er, 80er Jahre so. Und dann dem Alkohol zugewandt. Aber dein Vater war ja auch, hast du mir auch mal gesagt, der war auch mal... Immer, immer. Also bis zum Schlaganfall immer. War schon ein bisschen... Ja, auch. Ja. Also gerne jeden Tag 5 Bier war Standard, ja. Ja, aber auch so. Er war auch schon menschlich manchmal auch grenzwertig, sagtest du ja immer. Wie meinst du grenzwertig? In welche Richtung? Ja, schon manchmal auch härter. Nicht niemals mir gegenüber. Nein, aber... Ja, also erzählen meine Geschwister. Also ja, genau. Ich kenne es nur aus Erzählung. Also ich kann das nicht selber... kann ich das nicht wiedergeben. Mein Vater hat mir einfach, also er hat mich nie ins, so wie du das bist, so, also der hat nicht, mich nie in den Arm genommen. Also mein, das wollte ich auch tun. Ja, also, ja, genau. So, aber mein Vater war so ähnlich wie du. Also das war so. 5 Bier am Tag geht auch. Also so ein High reicht auch, weißt du? Achso, ja. So, und ja, also Nähe und sowas brauchte man nicht. Aber sonst, ich kann es nicht, also meine Geschwister sagen, dass das sehr hart war. Aber Karl Schlapper hat wirklich meiner Mutter. Auch so ein Bügeleisen geschenkt und so. Nee, hat mein Vater nie gemacht. Also Bügelbrett und Bügeleisen. Und ich glaube, er hat dir sogar mal Kochtöpfe geschenkt. Das hast du ja schon mal erzählt. Also ich kenne meinen Vater nur so, also wenn es Geburtstage gab, ich war ja sehr jung, ja, also meine Mutter war gestorben, war ich 13 oder ist gestorben, war ich 13. Und bis dahin, soweit ich dann denken kann, waren das Geburtstage wie, der letzte Geburtstag war ein roter Porsche Carrera mit 40 roten Rosen drauf. Würde ich auch nehmen. So, das war der letzte Geburtstag. Dann, was mal Schmuck kaufen, wir sind hier zu Malberg gefahren nach Lübeck, haben Schmuck gekauft und also das war immer nur, nie irgendwie, niemals. Ich werde gerade gefragt hier von Black Cock Down, Philipp, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Ich lebe von meinen 66 Twitch-Zuschauern. Wenn alle 100 Euro donaten würden von den 66 Zuschauern gerade, dann können wir davon leben. Du bist sehr fleißig, das darfst du auch ruhig mal erzählen. Ich glaube, dass viele Leute sich fragen, was du machst. Ja, aber das geht die Leute irgendwie manchmal nichts an, weil das ist so, ich habe keinen Bock, dass sie... Ja, aber es ist sehr viel soziale Arbeit und das, ich finde, das machst du... Aber das geht die Leute nichts an. Ja, aber man muss ja nicht alles rumposen. Nö, aber ich finde es cool und ich finde, manchmal sagst du das zu wenig. Ich finde, also, dass du sehr viel, du machst ja, nicht finde, sondern du machst ja sehr viel soziale Arbeit und... dafür nimmst du wenig Geld, dafür machst du es ganz viel und davon leben wir im Endeffekt. Auch. Ja, auch. Natürlich auch, ja, richtig. Auch. Wir haben sehr viele unterschiedliche Standbeine. Richtig, genau. Mein wichtigstes Standbein sind die 2 Beine von Marisa. Nein. Dankeschön, Henker, dankeschön. Geheim halten, fest und denkst sicher, ja, die anderen sollen da nicht reinfuschen. Das geht auch nicht alle was an, ich habe keinen Bock, dass Leute reinfuschen. Ja, Privatleben ist was anderes, aber bei Geschäften kann jemand reinfuschen. Da hatte ich mal eine Erfahrung, da hat jemand versucht, so bei Facebook da Auftraggeber von mir anzuschreiben. Das war mal so 1,5 Jahre nach dem Gefängnis oder so.
Da hatte ich gerade wieder geschäftlich was gestartet und dann haben die Auftraggeber von mir angeschrieben und so. Und danach habe ich dann gelernt, einfach Geschäfte für mich privat zu behalten. Ja, ist ja auch okay, klar. Schon mal Urlaub in Bayern gemacht? Ja, sehr oft. Mein Vater hat in München ja studiert. Mhm. Wir wollten ja eigentlich auch die mal besuchen in Bayern. Genau. Die haben eine große Villa in Gräfelfing. Sie ist Ungarin. Sie ist Ungarin. Genau. Mhm. Imöke, MC. MC, genau. MC, Imöke. Ich habe heute gerade mit deiner Mutter ihre Sachen wieder durchgeguckt. Danke, Chaos Pato. Und da haben wir gerade einen Urlaub, wo MC und deine Eltern irgendwie in Polen im Urlaub waren oder sowas. Mhm. Haben wir Fotos gehabt, ja. Mhm. Baldwin und die Möke. Baldwin, genau. Baldwin ist ein richtiger Bayer. Okay, hört sich auch so an. Also da war ich auch schon so als 12-Jähriger und da war es ganz normal, dass ich zum Mittag auch schon ein kleines Bier bekomme als Kind. Nee. Mit 12, 13, 14, doch. Das war ganz normal. Ja. Na und? O-Zopf ist. Also, Bayern habe ich immer abgefeiert. Ich liebe die Biergärten da. Also das ist einfach ein anderes Feeling. Ich war noch nie da. Dann tut mir das leid für dich, aber... Ich bin durchgefahren zum Snowboarden und so, sind wir da mal lang gefahren, aber ich war noch nie in Bayern. An sich, also in, Bayern, in München oder... Also in München, Bayern ist schön. Die sitzen ja direkt in München, ne? Wer? Baldwin und... Ja, in Grevelfing. Grevelfing ist ein sehr, sehr teurer... da haben die eine riesen Villa. Was, er ist dann auch irgendwas, was sein Vater macht? Nee, er war Ingenieur für Feinmechanik. Ah, okay, alles klar. Mhm. Er war Ingenieur für Feinmechanik, genau. Komm mal zu uns in die Schweiz, bin ich zu arm für. Oh, Schweiz. Ich war einmal zum Snowboarden da, bei McDonald's war ich essen, da habe ich gedacht, ich muss sterben. 36 Euro so ein Menü. Nein, ist viel zu teuer. Schweiz, ja. Schweiz ist viel zu arm. Also ich war Snowboarden, das war geil da, muss man schon sagen. Hm. Deine Schwester und ich haben vorhin geschmunzelt. Guck mal, was deine Schwester gepostet hat heute in der Familiengruppe. Das Bild. Ja. So. Das ist mein Bild. Hast du auch mal gemacht? Ich war im selben Hotel wie sie. Naja, ist so rosa. Ja, aber guck dir mal mein Bild an. Und guck dir mal. Warte. Ja, hä? Ist dasselbe Bild. Ja, das weiß ich. Ja. Ja. Das Foto werden wahrscheinlich 1000 Leute schon gemacht haben. Na gut, okay. Oder ich würde sagen 100.000 Leute. Na gut, alles klar. Hashtag Arosa Kamin. Ja, vielleicht. Mag das sein. Ist das wie das Foto? Aber wir sind jetzt nicht so fame und nein, Dingster, ist ein lustiger Dingster, Bumster wie ihr. Ist ein lustiger Zufall, aber ja. Kann man beim schönen Abend nicht erzählen, weil es langweilig ist. Okay, na gut. In der Schweiz wartet Tom bestimmt noch auf dich im Hotel mit dem 17-Franken-Kaffee. Ja, kann sein. Das ist irgendeine Geschichte bestimmt dann von dir, ne? Ja, ist eine Geschichte von mir. Gibt es in Zukunft Interviewpartner in Bayern? Ich bin aber auf Lesereise im September in Augsburg und München, falls jemand Lust hat, da hinzukommen. Ich bin Mitte September in Augsburg erst. Ich glaube, ich bin erst in Augsburg und dann in München. Hast du noch Regensburg auch noch? Ja, ich glaube Augsburg. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe heute die Verträge bekommen für Augsburg und München. Okay, cool. Genau. Und dann mache ich eine Live-Lesung und da kann man sich treffen. Da komme ich hin, bin aus Augsburg. Gut, dann musst du mir bei Instagram folgen, dann wirst du erfahren. Aber dieses Schweiz-Ding, ist das dann das Ding, wo du nach Italien fährst und dieses Geld-Ding machst? Ja, genau. Nein, echt? Ja. Also ich kenne nicht viel von dir. Das ist so gut gelaufen, die Geschichte ist auch mega. Ja, die ist großartig. Die Dinger verbrenne ich mal zu gerne. Guck, wie schnell das geht. Au! Oh, Philipp Schlappe, Alter. Och, Mann. Und irgendwann, mach den an, komm, dafür hast nein, du... Nein, nein, nein! Nein. Schatzi, sonst wirfst du es auf den Boden. Hast du mal Bilder gezeigt, wenn du eine Party feierst? Hast du mal ein Bild gezeigt? Soll ich es mal machen? Ich mach's mal. Mann, ich hab kein Insta, bin ich zu alt für. Twitch ist doch eine ganz andere eine Altersgruppe. Lass dir noch mal früh laufen. So, wo ist denn dein... Wann genau? Das ist Mitte September, ist das. Mitte September. Mitte September bin ich einmal abends Augsburg und einmal abends München. Hier habt ihr das gesehen? Warte mal, das ist Nummer 1. Das fand ich ziemlich cool. Du musst näher ran. Achso. Wo ist denn die Kamera? Ist da. Sieht man doch, oder nicht? So, ich will jetzt mal den Tisch zeigen. Wo hat denn Szene dieses Bild gepostet? Weißt du, wo das morgens aussah wie so ein Massaker? Und man dachte...
Was genau ist da passiert? Zeig mal das Bild, wo ich so betrunken war. Das wollte ich jetzt. Ich hab's gerade gehabt doch. Und ich hab gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Warte. Wow, 1000 Leckerlis für die Hundis. Dankeschön, Digga. Dankeschön. Ehrenmann. Also in dieser Gruppe bin ich auch immer nicht so ganz mit up to date, aber wie viele Bilder postet ihr denn hier? Was für ein Schwachsinn. Ich guck da ja nie rein, ne? Stimmt mit euch nicht. Hä, du bist schon viel zu weit. Nee. Doch. Ich meine jetzt betrunken vom Wochenende. Ja, ich weiß. Das war doch eben gerade schon. Ich such du bist den Boden. Viel zu weit. Ich suche den Boden von Xenias. Du bist viel zu weit. Kann nicht sein. Der Boden von Xenias, als wir diese Schuppeneinweihung gefeiert haben. Ja, wo willst du denn noch hin? Da waren wir in Köln, mein Schatz. Das war ja, okay. Nach. Ja, chill mal dein Leben. Lädst du die Videos aus dem Kinderparadies irgendwo hoch? Ja, bei für die YouTube-Kanalmitglieder. Schatzi, wann war denn das? Grüße, Chaos Pato, dankeschön. Haben wir keinen anderen. Ich hab das gar nicht, das Bild. Das habt ihr so mit euch gemacht, ne? Das. Sag ich so. Wir sind rotzevoll und. Das ist viel zu weit. Du kannst doch einfach auf Medien gehen. Oder nicht? Jetzt sind wir gleich da. Das ist dir nur geschickt. Nee, der Running Gag ist halt, das ist egal. Nee, davor muss das kommen gerade. Davor, da hast du gerade die Insel. Hm. Oh. Nee, da war noch die Insel. Ja. Das muss da noch gewesen sein. Irgendwo. Als wir diesen Schuppen eingeweiht haben, weißt du noch? Ja. Da. Ja, genau. Das war's. Ich hab das gar nicht, das Bild. Ich weiß, wie der Fußboden aussah. Aber ich hab das Bild nicht. Nee, das muss hier. Hier ist Lars. Schade. Aber ich habe ein anderes Gutes für euch. Fährst du noch Motorrad? Nein. Scusi, Scusi. So, wartet. Wartet. Das war jetzt dieses Wochenende, war ich kurz durch. Ganz bisschen. Aber du kannst es tragen, ne? Das? Läuft bei mir, oder was? Okay, ich rufe mal kurz an. Bitte nicht. Oh, warte. Wenn ich schon gerade dabei bin, wartet mal. Da war ich durchaus durch. Oh, wie geil. Warte. Sehr exotisch, ja. Oh, nee. Muss man tragen können, muss man sich auch trauen. Mir ist es egal, mir ist es scheißegal, wie Leute glotzen. Das sieht super aus bei dir. Ja, also mir ist es scheißegal. Ich mag es wirklich leiden. Hier. Aber ich habe den Boden nicht. Bist du eigentlich trinkfest? Ja, ich bin schon recht trinkfest, ne? Ja, das ist. Ich bin schon ganz gut trinkfest. Also am Anfang war das nicht so, als ich dich kennengelernt habe. Da war das. Ja, das ist durch dich gekommen. Das stimmt gar nicht. Was suchst du denn? Ja, irgendwas, was ich auch zeigen kann. Zeig mir erstmal. Natürlich, ich zeig's dir vorher. Ja, zeig mal. Ich muss das Beste aber noch raussuchen. Hm. Die Hemden sind immer nicht teuer. Ich kaufe Hemden für 30, 40 Euro. Das ist für Hemden nicht viel. Nee, nee. 30, 40, 50 Bei, Euro. Hawaii-Hemdshop. Nein, die brauchen keine Hemden. Oh, hör auf. Oh, hör auf. Die Leute fallen rüber, wie ich da aussehe. Ich finde das super. Welches? Ja, warte mal. Oh Mann. So. Trinkfest und danach pennen gehen. Oh nee, da strecken die Bäuche so raus. Oh nee. Nee? Nee, da haben wir extra die Bäuche so rausgestreckt.
Oder haben nicht mehr darauf geachtet, die einzuziehen? Das wissen alle. Das wissen alle. Warte mal. Man kommt ein Liquid auf den Magen. Ja, ist halt Zigarette nicht so. Ich mach anders. Ich mach anders, warte. Mach immer weiter. Ich such mal. Ich hab genug Stoff. Oh, geil. 6 Bier und hier geht's los. Warte. Oh, ich weiß eins. Nicht gucken, ich zeig's dir. Das ist Brigitte. Guck mal, das ist meine 80-jährige Tante, von der wir gesprochen haben. Guck mal. Die ist 80. Da hatte sie gerade eine Herz-OP auch, ne? Schlaganfall. Schlaganfall, ja. Schlaganfall und Zähne raus. War ganz schrecklich für sie den Tag. Sauferabende sind so lustig. Ich bin mit 16 Mal durchs Dorf gezogen mit Freunden und wollte eine Laterne ausheben, bin 2 Meter daneben gelandet. Aber Philipp kann das richtig gut. Ich muss immer sagen, Philipp, nein, kein Instagram. Nein, jetzt nicht, Philipp. Lass das sein. Besser. Sieht man hier nicht an. Ist so. Nee, tolle Frau. Hier. Nur so fotografiert mich Marisa. Ich mache Videos. Weg. Ich suche das Heidi-Ding. Heidi auch. Das ist lustig, ja. Oh, das ist auch gut hier. Komm, bitte. Das zeige ich jetzt so, ich traue mich das. So, hier, Haare on fleek. So style ich dann gerne mal meine Haare. Guck mal. Geile Friese, Digga. Oh nee. Hier, auch geil. Komm. Bitte. Ja, das ist noch ein geiles Bild. Das ist der Hammer. Das ist der Candyman. So, warte. Gurke. Gurke ist auch großartig. Hier. Mhm. Warte. Eins haben wir noch, komm. Der ist auch gut. Schnell, ich mach schnell. So. Wo war das denn? Achso, das war gut. Boah. Das ist doch richtig gut. Guck mal, wie freundlich ich da aussehe. Evil Kniel. Gehst du heute noch in Diskotheken? Nee, versuche ich gar nicht. Ich habe auch keinen Bock drauf. Riecht nur nach Ärger, habe ich keinen Bock drauf. Und besoffene junge Leute und so, habe ich keinen Bock drauf. Mach ich aber nicht. Würde ich auch nicht hingehen, wenn ich eingeladen werden würde. Das letzte Mal war ich in Berlin, ne? Mit Hamster. Club. Hier, komm. Das musst du erklären, das ist super witzig. Komm. Andi, das ist das. Und das dauert zu lange zu erklären. Ja? Ja, das dauert zu lange zu erklären. Achso, das ist gut. Das muss man nochmal schicken. Ja. Das muss mir nochmal schicken für Instagram. Schicken wir das danach gleich. Ja, mal. Ja. Guck mal hier, da waren wir bei Freunden und kennt ihr noch diese. Kennt ihr diese Chips, die so eine. Die so wie so ein Ring waren, die man sich so auf die Finger stecken konnte? Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Ich hoffe, ihr kennt es. Oh, hey ja. Philipp, wir waren zusammen im Kanastransport in Berlin zum Gericht. Digga, Ehre, Alter. Grüß dich. Grüß dich. Oh, das ist ja lustig, Alter. Das ist ja richtig lustig. Oh. Das ist auch gut.
Würdest du dir gerne wieder eine Glatze schneiden, wenn es keine böse Stimme geben würde? Nee, habe ich so auch keinen Bock drauf. Das ist auch ganz besonders schön. Oh nee, da sehen wir beide fertig aus. Ich bin das gar nicht, Mann. Nein, ja, also. ich meine die andere. Also. Kennt ihr diese noch? Sorry, Nico, da hätte ich auch gefeiert. Hier, das ist das Gute. Ja. Das ist das Gute. Das musst du erklären, Graf. Da bin ich, da sind wir zu Besuch beim Geburtstag von meinem Freund Olli und da war Corona-Hochzeit und da durften wir uns nur zu vier treffen oder gerade mal so, ne? Und Olli hatte sich gerade eine neue Hugo Boss Jacke gekauft, irgendeine teure Sonnenbrille und seine Rolex lag im Flur und bin ich pinkeln gegangen. Dann kam ich auf dem Weg zurück, habe alle seine Sachen im Flur gesehen und habe alle seine Sachen angezogen. Die dicke Rolex, Uhr rauf und dann bin ich so zurückgekommen in die Küche. Und hab mich sozusagen als Olli verkleidet. Das war super geil. Yeah. War ein teurer Abend. War ein teurer Abend. Erzähl mal warum. Ja, war ein teurer Abend. Nachher, wo wir mit dem Taxi losgefahren sind, habe ich mir auch seine beiden Jacken angezogen. Ja. Du hast dir eine Camp David. Also, unheimlich gerne Camp David. Ja. Philipp, verarscht ihn immer damit? Ich verarsche ihn immer damit. Und dann habe ich seine Camp David Jacke angezogen und seine Hugo Boss Jacke. Bin dann mit nach Hause gegangen. Dann kamen wir betrunken nach Hause, ne? Dann war Jordan hier, sind wir noch runter mit der Hunde, dann haben wir unten rumgealbert, dann bin ich über Jordans Füße gestolpert und bin auf den Boden aufgeschlagen und habe beide seine Jacken kaputt gemacht. Ja. Aber Olli wollte gar nichts haben dafür, ich habe dafür ein Stück Fleisch ausgegeben. Ach so, okay. Olli wollte für nichts haben. Ach, Olli, nur. Wo ist denn das Heidi-Bild? Das ist doch großartig. Kannst Latein nur in dubio pro reo. Das Heidi-Bild wäre super. Ja, ich so. Such doch gerade. Mit der Ziggy oder. Ja. Ein bisschen der Kelly, noch die Nase. Ich hab hier noch dein Homie hier. So. Ich finde noch ein richtig geiles. Warte mal. Oh, nee, mach mal hier. Oder hier, wo ich mit dem Helium. Oh ja. Narben genervt. Narbend. Zu mir. Hier, wenn ich nicht fotografiert werden will. Marisa, nein. Lass das sein. Hey! Mal gucken, El Capone. Auch gut hier. Was ist das denn? Achso. Das ist die Motto-Party. Oh, das ist geil. Komm. Soll ich es mal zeigen? Nee, warte mal. Nee, kann ich nicht. Darf das Ganze zeigen? Guck mal, erstmal hier, das darf ich zeigen. Das mache ich jetzt einfach so. Das darf ich. Was sieht man das? Ja, machen wir in Holland. So. Und dann. Wann. Warte mal, ich muss ein besseres. Es gibt noch viel markanteres Bild. Du darfst es erläutern. Ich will dazu nichts sagen, aber hier waren wir unterwegs. Hier hatten wir einen sehr langen Abend in Holland. Ihr habt sogar Videos, die sind großartig. Das ist das Geilste hier mit Abstand. Warte mal.
Wo ist denn das Heidi-Bild? Wir sind völlig vom Thema abgekommen. Ich zieh durch, wünsche euch noch einen entspannten Abend. Grüße. So, warte. Ihr müsst dabei bleiben. Es kommt jetzt. Ich habe noch richtig, richtig guten Stoff für euch. Wartet. Wir haben vielleicht nochmal als Weihnachtsmann. Das ist auch großartig, finde ich. Das Bild finde ich super. Netteste Weihnachtsmann, den es gibt. So. Aber du als Weihnachtsmann mit deinen Tattoos und überall und du hättest immer Schweiß an das gerülpst und gefurzt und ich glaube, die Kinder haben gedacht, okay. Dann bleibe ich. Ja, sehr gut. Bleib dran. Wird lustig noch. Da siehst du, die Frisur ist die schlimmste, die du jemals hattest. Ja? Frisur? Ja, das sieht schon schlimm aus. Ja oder nein? Alter, das geht gar nicht. Schatzi, was ist denn da passiert? Haben wir nicht drauf geachtet. So, warte. Oh, der war komisch, der Typ. Ja, Zelda Summ und Schuh war nicht mein Fall. Zelda Summ und Schuh und ich, hat nicht gepasst. Das passt ja nicht. Mm-mm. Das hat nicht gepasst. Nee. Ich gucke ihn auch einfach nur noch, weil ich ihn hate. Ja? Nee, ich mag den nicht mehr. Der war so arrogant. Er war sehr, ja. Der war sehr arrogant. Ja, schnell, schnell und hier, weg hier und. So wie er sich gibt, so ist er auch neben der Kamera. Oder bin ich durchaus dumm? Da ja die Augen zu. Ja, immer. Boah, hier. Mit Sinjas Lesebrille, glaube ich, ne? Hauptsache was essen. Oh. Zelda Summ und Schuh. Wann geht's in die Türkei zum Haare machen? Irgendwann. Ach, Quatsch. Doch, wenn neues Geld da ist. Nee. Doch. Was soll das denn? Du hast total viele Haare. Ja, hinter ist total dünn. Nee, das geht nicht. Das sehe ich immer in die Nassen. Boah, nee, das ist scheiße. Hier. Auch sexy. Bester Lude. Oder? Stuten-Andi. Das war Stuten-Andi. Wo ist denn das mit Heidi jetzt? Ja, ich finde das gerade nicht. Wir haben so viele tolle Bilder auf dem Weg. Unterhalt mal die Leute, ich mach das schon. Ich suche mal raus und du... Wie viele Bilder hast du da drauf? 4000 noch was. Oh Gott. Ich ziehe die alle in meiner Cloud und runter vom Handy. Scheiß drauf. Aber meine Cloud ist voll. Meine auch. 2 Terabyte Daten wieder. Hier, die Frisur, die du in den ersten Videos hattest, stand dir sehr gut, war deutlich kürzer. Mhm. Was sagen Männer? Ja. Ja, mit Matthias Clemens, mein Freund. Ja. Den muss ich leider absagen. Ah, der wird. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Unser King. Ja, versuchst du zu essen? Nee. Warum machst du diese Fotos? Warum denn ich? Das ist das Spiel. Das ist das Spiel, ja. Geiles Bild. Willst du nicht zeigen? Okay. Na gut. Ich hätte es gut gefunden. Wo ist das Heidi-Bild? Ich weiß nicht. Hast du das nicht bei... Kommt noch was mit Henoch, ja. Mit dem gehe ich live demnächst. Wie kam der Kontakt zu Matthias Clemens zusammen? Er sagte, er guckt meine Videos auch, das habe ich mal irgendwo gehört. Dann habe ich ihn bei Instagram angeschrieben und dann so haben wir uns dann kennengelernt. Kam das, ja. Ach, hier, ja. Warte mal. Oh, geil, komm. Das ist Rudolf. Wenn Philipp voll ist, dann sagt Rudolf, alles klar. Mach mal näher ran. Zieh mal her. Bleib bei dir. So schlafen Rudolf und ich. Das ist ja lustig, das Bild. Das schick mal rüber. Das ist ja lustig. Das ist richtig lustig. Scheiße. Guten Abend zusammen. Oh.
Das ist richtig gut. Guck mal bitte, wie geil ist das denn? Oh. Hab ich nicht mal Shorts an, ne? Oder? Dann liege ich wieder nackt im Pool. Ich denke nicht. Du warst nackt. Tendenziell, ja. Ich habe mit Zelda Zoom und schon mal einen Podcast gemacht und das war nicht gut. Ich kann es tragen. Wo ist denn das Hemd eigentlich? Das habe ich gar nicht mehr. Nee, wo ist denn das? Wo ist denn das? Vielleicht unten auf den Boden gefallen. Zeig mal her. Nee. Wo ist denn das hin? Das habe ich nicht mehr. Nee, das ist nicht da. Nee, das ist weg. Das war auch gut. Ja, das war mega. Das war. Wie heißen die? Giraffen drauf. Störche. Flamingos. Flamingos und Palmen. Das sind die geilsten Bilder. Einfach hier von ich in der Massephase. Hier, ich in der Massephase. Was ist das mit Heidi jetzt noch, wo ich schlafe? Ja, warte. Games Philipp zockt? Nein. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich kann mein Gesicht wegmachen? Nein. Und da siehst du aber sexy auskommen. Das finde ich scharf. Ja, richtig scharfes Bild. Geile Tonne, oder? Ja, bist du gar nicht. Nee. Oh Gott, wie da sind wir braun. Das ist fast vor einem Jahr gewesen. So lange halte ich das schon wieder aus. Machen wir weiter. Wo ist das mit Heidi denn? Spatz. Vergiss den Spatz nicht. Du suchst Heidi, ich mach den Getränk. Nee. Willst du nicht mehr? Ein halbes. Ein halbes. Ja, meint er, aber dann gibt's keine Heidi. So. Irgendwie sind hier viele Fotos drauf, wo wir was trinken. Du behältst aber auch viele Schrottbilder. Boah, hier haben die Hemden noch gepasst. Ich habe hier Bilder gefunden, wo mir alte Hemden noch gepasst haben. Das ist natürlich schockierend. Alter, die hat auch ein paar Schrottbilder hier drauf. Wie kann man so viele Schrottbilder bewahren? Warum bewahrt man so viele Schrottbilder auf? Das ist mir schleierhaft. Was will man mit den ganzen Schrottbildern? Unglaublich. Aber irgendwie haben wir viel. Irgendwie haben wir immer ein Glas in der Hand. Da war ich bei Dunja Hayali. Du müsstest doch noch etliche Edelsachen, habe ich alle weggegeben. Poste mal das Fettfoto auf YouTube für Kanalmitglieder, bitte. Mach ich. Guck mal, wie niedlich Rudolf mal war. Niedlich Rudolf, das passt nicht. Hier bin ich aber noch deutlich dünner. Bist du voll nicht? Guck mal, hier? Überhaupt nicht. Da ziehst du gerade den Bauch ein. Nee, da bin ich deutlich dünner. Nee, da ziehst du den Bauch ein. Nee, da bin ich deutlich dünner. Da ziehst du den Bauch ein. Wollen wir wetten? Machen wir weiter. Guck mal weiter. Ja? Ja. Also du hast aber auch eine Menge Schrott hier drauf, ne? Alter, räum das mal auf. Oh. Rudolf im Bagger. Rudolf in einem Schritt. Alter. Da. Oh, guck mal hier. Geiles Auge. Das ist der Hammer. Pass auf, Leute. Da bin ich irgendwie. Da habe ich die leichte Vogelgrippe bekommen. Ich habe Huhn gegessen an dem Abend. Ja, klar. Und da bin ich betrunken eingeschlafen. Und guck mal. Bestes Bild, Alter. Heidi, Alter. Das ist Heidi, ist ein Frechter. Das sieht aus wie.
wie bei Terminator, hat er nicht auch mal so ein Auge, so ein... Ja, aber guck mal, wie hell das noch ist. Was ist mir da passiert? Ja, 7:30 war dann der Zeit, ne? 7:30 Guck mal, wie sehr steht. Also man muss dazu sagen, Philipp ist immer, als ich ihn kennengelernt habe, jedes Mal um 7:30 rotzevoll, nicht rotzevoll, also angetüdelt, ja, angetüdelt. Wenn es mir reicht, reicht es mir, dann gehe ich. Ja, ins Bett gefallen. 7:30 Und ich dachte so, und jetzt? Ja, das war schon. Und dann fragst du, warum es hell ist. Da war Rudolf noch echt niedlich. In dem Staubsauger ist gut. Das war auch ein schöner Abend bei Wilhelm. Ja, das stimmt. Max Cameo hier. So lange ist das schon wieder alles her. Mhm. Ich mein Geburtstag letztes Jahr. Und die Bilder sind auch gute Bilder auf deinem Geburtstag. Mhm. Da, der, mach mal mit der Krone. Hier? Weiter. Bessere da. Nee, oder alleine irgendwo. Guck mal, da bin ich auf jeden Fall dünner, guck mal. Da ziehst du den Bauch ein. Nee, Mann. Guck mal, da bin ich auf jeden Fall dünner. Guck mal, was für schöne Haare du noch hattest. Danke, ja. Ja, ist doch nun mal so. Da war sie noch da. Über Leroy. Alter, hast du Daten. Lösch mal was. Du. Da war ich auch dünn. Du warst zu dünn. Nee. Doch, du warst zu dünn. Na, jetzt kommt die Pferdemist. Jetzt sind wir beim HSV. Ja, genau. Und da waren wir auch getrunken. Die Leute denken mit. Oh, Alter. Ich sollte Werbung für dich machen. Ja, aber du kannst die Bilder ja auch irgendwann mal runterschmeißen. Oh, Marisa Mantel, Alter. Das war Osterfeuer? Genau. Stella, Wiesbaden. Wir bei Gürke. Und was ist jetzt auch gleich noch nicht? Das hier kenne ich ja schon nicht mehr. Das sind deine Sachen, die habe ich ja, verkauft. Aber die sind doch schon verkauft. Was willst du mit denen noch? Da ist ein langweiliger Urlaub. Hallo? So. So, wir müssen noch ein Abschlussbild finden hier von dir. Oh. Du bist auch zu langweilig, du machst einfach nur so. Das ist ja auch langweilig. Ja, weil, Mann, wie kann man da 1 Million... Servus, schöne Grüße aus Wien, Servus. Guck mal, da sehen wir sehr hübsch aus. Da sehe ich noch gut aus. So, wir beiden. Ich mochte das mit den Locken ja mal. Ja. Ist meine Schuld, dass du eine Haare kaputt machst. Hab ich ja nicht gesagt. In Grisa steht der Lockenkopf, aber jetzt ist halt immer dort und. Weil meine Haare kaputt sind, deswegen. Ja, aber die müssen auch immer mal nachwachsen und repariert sein. Das geht nicht so schnell. Q ist kein U. Hm? Ich hab noch einen so. Das geile Bild, warte mal. Ich bin sehr müde, mein Spaß. Und Jordan muss heute auch früher ins Bett. Ja, gehen wir auch gleich. Gehen wir gleich. Warte. Das war nicht so ein sehr langer, anstrengender Tag. Das war das. Heute gegrillt? Nee. Marisa hat Grillen schon ein bisschen über, glaube ich. Aber ich noch nicht. Ich für meine Verhältnisse, wir essen zu wenig Steak zurzeit. Und zu viel Wurst. Ja, aber wir essen zu wenig Steak, aus meiner Sicht. Aber nach meiner Meinung fragt ihr keiner mehr. Ich. Wir haben viel du kannst die Gemüse mal machen. Bring mir ein Steak mit, kauf du die Gemüse. Haben wir schon?
Wo habt ihr euch beide kennengelernt, du und Marisa? Das erzählst du. Nein, das ist geheim. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt, das erzählen wir nächstes Mal. Was mit Fisch? Fisch essen wir auch gerne. Ja, das stimmt. Wir essen beide gerne Fisch. Ich will auch mehr Fisch grillen mal. Sagst du immer. Mhm. Komm, das müssen wir zeigen. Darf ich? Darf ich oder nicht? Klar. Moin, Dampfsportdojo. Heißt gegen Handy? Habe ich gegen Handy geschlagen? Ja. Wer kennt das Spiel? Wir machen jetzt ja die Alles-Tester. Das kennen wir sehr gut, oder? Glaube ich. Also ich glaube, wir sind sehr gut dran. Ja. Hot oder Schrott? Machen wir. Wir haben jetzt von den Eltern ja was Geiles bekommen. Und das machen wir jetzt die Tage, oder? Ja, also erstmal alle Leute vom Dampfsport-Dojo, ich hoffe, ihr seid nicht beleidigt, aber wir sind leider wieder nikotinabhängig geworden. Jetzt, boah, schnell alle wieder weg, runter. Das ist von Dampfsport-Dojo, haben sie geradet. Da kannst du, wenn die können die sagen, dann gehen sie zu dem Kanal rüber. Okay. Und dann grüßt euch, Leute. Hi, danke. MB-Dampfer. Wir sind leider Dampfer-Versager. Ja, aber wir sind nicht abgeneigt davon. Also wir haben jetzt gesagt, wir müssen wieder zurück. Ja, ja, aber es ist schwer wir. Gerade. Schwer müssen gerade. Wir. Aber der Patrick hätte, muss mir erklären, wie das wieder jetzt mit Nikotin geht mit dem Dampfer. Weißt du, was ich gerne hätte? Ich habe ja einen ganz tollen Dampfer von dir bekommen. Das pinke Ding da. Weißt ja. du? Und mich nervt es, dass er mir jedes Mal in meiner Handtasche ausgekippt ist. Ich hätte gern so ein kleines Viech, was irgendwie so ein Lütten-Dampfer, weißt du? So ein, den man überall mit hinnehmen kann. Dieses große Teil war einfach sehr du hast gerne umständlich. Schon, ja. Ja. Ist halt so. Aber ihr habt da sowieso das Lustigste verpasst, die lustigsten Bilder. Habt ihr sowieso verpasst, Leute. Wir können sie nachholen. Aber ich grüße alle vom Dampfsport-Dojo. Grüßt euch, Leute. Community war cool. Ja. Ich hätte ja Adde, ich hätte ja auch gerne bei Adde. Wer hat fehlt ein Herd? Aha, okay. Aber ich hätte ja auch gerne Adde mal besucht in Zeitz, aber es ist leider nicht. Schau nach einem Pottsystem. Du musst nach einem Pottsystem. Schreib mir das bei Instagram, Marisa Manske. Bei Instagram. Okay. Grüßt euch, Leute. Also ich fand, also du hast mich ja weggebracht vom Rauchen. Ja, habe ich auch wieder angefangen. Aber Corona, in Corona-Zeiten. Ja, genau. Aber es war schon cool eigentlich. Also, und was du sagst, die Community war sehr cool, ne? Eine sehr starke Community und also war schon gut. Aber ich mochte das Prinzip nicht. Also mich hat's genervt. Also in den großen Handtaschen, okay. Moin Thomas. Aber auf bald, gute Nacht. In den kleinen war das immer so ein bisschen scheiße, passte nicht rein, immer ausgelaufen, fand ich kacke. Und ich glaube, wir hatten dann zu wenig Input, als dass wir wussten, was es danach noch gibt. Ne? Ja. Und wir hatten nachher immer so Kackbeutel von den Hunden, hatten wir immer die Kackbeutel genommen, da unsere Dampfer reingemacht und sind so losgegangen. Das war ja, das hat scheiße. Schon genervt. Ja, das hat genervt. Mhm. Auf bald, gute Nacht. Paul's nett wichtig, das stimmt. Nee, Pauli's nett wichtig. Und nach dem Potzischen kannst du ja auch mal gucken. Ja. Geh schlafen, ja, die Nacht reicht für heute. Ja. Vorhin YouTube mit 1000 Zuschauern hat gereicht. Mhm. Und dann auch gekickt worden bei YouTube. Reicht für die Stimmung von heute. Marisa soll sich mal einen Flashy zulegen. Guter Dampfer, der nicht auslaut und sehr robust ist. Ich bringe ihr mal einen mit. Ein Flashy? Aber Pots sind teuer oder so. Ich weiß es nicht. Ein Flashy, sollst du mal gucken. Okay. Flashy sollst du gucken. Flashy. Sagt Thomas. Thomas, ja. Ja, okay. Ja, schreib mir das mal, was es ist. Aber ist lustig. Komm Dampfer rüber zu einem Raucherstream. Ja. Oh, noch mal ein bisschen Hate. Naja, aber ich finde es ja auch, also, ich meine, du wirst ja auch immer wieder gefragt, warum du jetzt wieder rauchst und sowas. Also wir mochten das Dampfen ja sehr gerne. Also das muss man ja wirklich sagen. Wir mochten das wirklich gerne. Wir hatten auch das Glück, oder du. Aber das Problem ist, dass alle unsere Freunde rauchen. Ja. Alle unsere Freunde rauchen. Das stimmt, aber wir haben ja auch ganz viele Freunde dazu gebracht, dass sie auch dampfen. Und als wir wieder angefangen haben mit Rauchen, haben die auch angefangen, oder ja. nicht? Ist es so oder nicht? Ja, ist so. Ja. Aber unser gesamter Freundeskreis raucht. Das war das Problem. Und also Philipp hat mich gekriegt, weil
seine Community so stark war und ihm so viele Liquids und sowas geschenkt hat. Dann sind wir nur hier runter. Wir hatten hier unten damals einen Dampferladen, der ist leider nach Corona weg. Aber ich habe dann einen Dampfer bekommen und habe von dem Tag an nicht wieder geraucht. Ne? Nee, das stimmt. Nie wieder. Vielleicht probieren wir es bald mal wieder. Aber auch nur, weil ich ganz viele Liquids von mir hatte, die echt geil waren. Ich mochte von, darf man das sagen? Ja, darfst du sagen. Okay, von 510 Cloud Park. Mhm. Mochte ich dieses mit dem Orange. Orange, genau. Das war mein Lieblings. Tic-Tac. Ja, mega. Ist der Hammer. Richtig gut. Ich würde Philipp mal den Stuhl zerschmettern. Ich weiß nicht, was es ist. Mein Tisch. Ich zerschmetter dir gerne was. Wenn es ein Gegenstand ist. Was? Gegenstand, wir sind gerade gut im Abrissphase. Das stimmt, ja, das ist recht. Wir sind gerade gut bei der Haussanierung in Abrissphase, da sind wir gut beim Kaputtmachen gerade. Ja. Und es ist entspannter, als wir dachten, oder? Findest du nicht? Es ist schon viel Arbeit, also ein Haussanieren ist schon, also... Ja, aber es ist trotzdem relativ cool. Nee? Du bist der Stressmaker. Ja, ich bin froh, wenn es durch ist. Ja, aber ich hab schon... Du hast immer 300 PS oder am Arsch. Ja, und ich muss noch ein paar Sachen nebenbei noch klären. Ja. Ne, die Lesereise ist, das Serienprojekt ist dabei, die normale Arbeit, die Termine, die jetzt wieder anfangen, also ist schon viel zu tun, ne? Ja. So, also Leute. Was wollten wir morgen? Mittwoch nehmen wir euch mit zum Wasserski? Genau. Mittwoch nehmen wir euch mit zum Wasserski. Ich filme. Und ich werde diesmal versuchen, einmal die Runde zu schaffen. Du hast ja die große Bahn diesmal, Schatzi. Ja, mal gucken. Ist die einfacher? Die ist mega schwer. Ja? Also, ich bin froh, wenn ich nur filmen muss. Wieso kann man nicht auf die kleine Bahn gehen? Weil wir die mieten mussten. Ja, und die anderen kleinen Bahnen, die werden auch bei dem Wetter offen sein. Nein, das ist exklusiv. Da kannst du nur mieten. Das geht nicht anders. Die große Bahn ist noch schwerer? Die ist so schlimm. Die Kurve, die erste Kurve ist die Hölle. Nee, ja, dann brauche ich ja gar nicht hin. Na klar. Aber da fliege ich ja jedes Mal raus. Quatsch. Beim dritten Mal schaffst du es, wetten? Wir machen mit, wir gucken ganz genau. Beim dritten Mal schaffst du es. Hundertprozentig. Also kommt ihr am Mittwoch live mit. Wann wollen wir da ungefähr hin? Gegen 12 oder 1? Nee, früher. Na, gegen 12 oder so. Nee, wir frühstücken da, habe ich gedacht. Kaffee trinken, frühstücken und dann los geht's. 10 Uhr auf die Bahn. Ich wollte zum Sport. Wasserski. Geschwitzt habe ich beim Wasserski nicht. Nee, weil du klitschen hast, Wasser, es war arschkalt und du musstest hier mal zurücklatschen. Das Geilste war, Philipp schafft fast die ganze Runde und wir hatten genau die letzten See, ja? Ihr müsst euch vorstellen, der See geht so. Hier befindet sich eine Schneise. Herr Schlaffer fährt hier, geht's los, fährt los, letzte Runde. 10 vor, wir haben Feierabend. Fährt bis da und macht nie. Ich bin an der weitesten Stelle. Und dann musste er so. Ich musste einmal um den See nach Hause laufen. Ja, genau. Ich bin an der weitesten Stelle aus der Bahn geflogen beim Wasserski. Und da habe ich schon abgekotzt, wo ich die Wasserski in die Hand genommen habe, rausgeschwommen bin und musste wieder zu Fuß nach Hause latschen. Ich stand da mit meiner Kamera und dachte. Das war schon anstrengend. Ja, gut. Wieder frühstücken wir. So wie letztes Mal. Kaffee trinken. Frühstück? Ja, klar. Natürlich. Also Wasserski hat richtig Spaß gemacht. Wasserski hat richtig Spaß gemacht. Ich kann das ja. Du kannst das ja. Ja, warum auch immer, oder? Du kannst das. Ja, weil du leicht bist. Du hast zwar keine Körperspannung, keine Muskeln, aber du schwebst da leicht so drauf her. Ja, ich... Warum auch immer. Ich war sehr beeindruckt. Ja, aber weil du leicht bist. Ja. Aber ich würde gerne. Du musst dir mal vorstellen, stell dir mal vor, du nimmst noch eine Marisa Huckepack, dann hast du mein Gewicht. 120 Kilo? Dann 2 Marisa und 2,1 Marisa. würde ich sagen. Aber ich hatte so eine Angst, ne? Ich hatte so Schiss, dass ich es nicht kann und dass ich mich zum Horst mache. Und ich bin beim ersten Mal sofort vom Start los. Aber mich filmt keiner. Das ist völlig irrelevant. Ja, weil du langweilig bist. Du kannst das ja. Warum bin ich langweilig? Hätte ich auch sein können, dass ich auch nicht kann. Dass ich jetzt auch nicht kann. Warum soll man was filmen wie jemand, der das kann? Man filmt ja, um einen Lacher zu haben.
Ja, aber ich wusste es doch nicht. Ich hatte die Hose voll. Ich stand da genauso. Meine Knie waren so. Bist du beim ersten Mal weg rumgekommen? Nee, beim ersten Mal bin ich zur ersten Kurve und dann bin ich immer rumgekommen. Hm. Was wiegst du, Philipp? Ja, 2,1 Marisa. 2,1 Marisa ungefähr. Deswegen, nimm mal noch einen Marisa Huckepack und dann gehen wir auf die Skier. Wir nehmen hier, wir haben beim Hausbau gerade noch einen 25 Kilo Sack Zement. Dann packe ich dir mal einen Rucksack, zwei Stück, und dann kannst du dann mal losfahren. Ich fand es nur so gemein, dass du mich gar nicht gefilmt hast. Das war immer so... Beim Wasserski, wo soll ich mein Handy hinlegen? Bei der zweiten Runde habe ich mit einer Hand, habe ich so hinten so gemacht. Wo soll ich beim Wasserski mein Handy hinpacken? Du hättest auch warten können und sagen können, okay, mein Schatz, wir sind 14 Leute. Ich habe da bezahlt, um Wasserski zu fahren und nicht, um dich zu filmen. Und bei mir war, film mal. Hast du es mal gezeigt jetzt hier? Kann ich ja nicht. Ja, natürlich kannst du es zeigen. Hier. Haben die Leute es noch nicht gesehen? Nein, mach mal. Die musst du machen. Warte. Da wird ja so viel Schrott auf dem Handy, da brauche ich nicht gucken. Oh. Ja, wie kann man da 5000 Bilder drauf lassen? Oder auf unseren 4500 Schrott. Guck mal, wie ich schon im Anzug aussehe. Ist so, Lennon, dankeschön. Wo bist du denn? Musst du spulen irgendwie? Ja, er labert mich da gerade voll, was ich machen soll. Achso, warte mal. Warte. Stopp. Der hat mich voll gelabert. Körperspannung. Eigentlich muss ich da reinhängen wie ein nassen Sack. Wie ein nasser Sack, einfach wie ein Mehlsack drin hängen und dann losziehen lassen. Einfach nur an der Arme ein bisschen Spannung drauf. Ja, jetzt geht's los. Oh, das ist ja das Spiegel. Oh, das ist ja ein fieses Video. So sah das aus. Oh. Ja, mach du mal. Zeig mal das Gute nochmal. Oh, so sah das aus. Oh, was geht denn? Alter, so sah ich aus. Also der labert mich 10 Minuten voll, wie ich das zu machen habe. Und dann bin ich so schlecht. Aber so schlecht habe ich das gemacht. Boah, das sieht ja fürchterlich aus. Aber ich habe es nachher nochmal geschafft, glaube ich. Ich glaube, ich habe es nachher nochmal geschafft. Aber hier düse ich los. Wie das aussieht. Wie ein nasser Sack. Aber in der ersten Kurve war Ende. Bomb. Weg ist die Bombe. Aber du bist nicht runtergefallen. Nee, nee. Zu schwer geht. Also das geht nachher. Naja, und die letzte Runde war schon krass. Da bist du ja einfach fast ganz rumgekommen. Ja, aber wenn du sagst, die andere Bahn ist noch schwerer. Oh, Mittwoch dahin, ich habe keinen Bock, mich zu verletzen. Und du hast auf mich gehört ja nachher. Also am Anfang war Philipp immer so dieses Ranreißen und, ne? Und der Typ hat ihm alles erklärt und das war irgendwie nicht so passend. Und ich habe mal gesagt, Schatzi, mach wie ein Mehlsack. Häng dich rein wie so ein Mehlsack. Lass die Arme lang. Und dann hast du es rausgehabt. Und jedes Mal. Das war richtig gut. Das war schon gut. Ja. Hast du richtig gut. Das schaffst du jetzt wieder. Wir machen das Mittwoch schon. Also kann ich nur empfehlen. Also wer Mittwoch Zeit hat, treffen wir uns um 10 Uhr. 10 Uhr würde ich sagen. Treffen wir uns um 10 Uhr. Wasserskibahn Süsel. Ja, absolut. Mittwoch, 10 Uhr. Wasserskibahn Süsel an der Ostsee. Genau. Gehst du mit Shorty, macht ihr beiden einen los. Ich filme euch. Kannst du danach aber 20 Minuten Handy wechseln. Du musst auch fahren. Kann ich machen, ja. Und Mittwoch dann die Schanze mitnehmen, ja, das wäre es. Das wäre super geil. Ja, machst du das einmal? Komm, wir spenden jetzt. Wir besammeln Geld. Ich packe mit dem Pott rein. Nee, ich schlag da mit dem Kopf auf. Da schlage ich mit dem Kopf auf. Quatsch. Doch. Einmal. Alter, da schlägst du mir schon voll gegen. Nein, einmal nur. Da schlägst du schon. Nur einmal.
Nur einmal, ich mache es auch vorher nass. Ich fahre vorher, leg mich darauf und mache das alles nass. Und dann. Nee, da schlage ich mir den Kopf auf. Also. Nee, da verletze ich mich auf jeden Fall. So, das ist ein Wetten, du traust dich nicht, Ding. Komm, wir machen das. Danke, Terrorfusel, dankeschön. Doch, komm. Aber nee, nicht über die Schanze, da verletze ich mich hundertprozentig. Ach, Quatsch. Doch, du musst ja nur, dass du pff, machen. Mensch, wenn mein Schwager sich dann sich und traut, ey. Das wenn du die größte Arschbacke nach der Welt machst, dann kriegst du noch einen Fünfer drauf. Komm, das ist eine Challenge. Nee, ich schlag ich mir im Koffer auf, wirklich. Ich hab keinen Helm, kein Nix. Schatzi, da haben da 30 Rampen. Du musst ja immer nur so mal irgendwo draufhalten. Und egal, wenn du nur drauf sitzt mit dem Po, dann. Einmal Rampe, einmal Rampe fahren. Okay, schreibe ich mal Thomas. Dankeschön für den Tipp. Ich schreibe Thomas mal. Ich finde es gut. Wer ist noch dafür? Ist hier keiner dafür? Nicht die Chance nehmen, der macht den See kaputt. Ja, kann sein. Aber wir wollten noch Fisch essen, hast du gesagt. Nee, Chance kann ich nicht machen, wirklich nicht. Da bin ich nicht gut genug für. Vielleicht mal im Sommer nochmal. Wenn ich erstmal draufstehe, sicherer, dann geht das ja. Ich muss erstmal ein bisschen sicherer draufstehen. Ich kann das gar nicht genießen, weil ich so angespannt bin. Ja, du hast bei dieser Bahn hast du den Vorteil, du hast eine ganz lange gerade Strecke. Also viel länger als bei der anderen. Okay. Also fährst einfach nur erstmal geradeaus. Also Mittwoch 10 Uhr, Wasserskibahn Süsel. Okay. Marisa fährt Schanze, da wäre ich auch dafür. Ich mach sowas sogar. Ich kann es auch nicht. Also ich bin... Ich nächste Disziplin, ein Kilometer Hürden tauchen ohne Atemschutz. Ja, aber da Wasser so hart ist wie Beton, wäre ich Wasserski zu heftig. Ja. Also, wenn man aufschlägt, dass da schlägt. Also beim ersten Aufschlag habe ich vergessen, meinen Mund zuzumachen. Ich dachte, ich trinne den ganzen See aus. Ich hab nachher die anderen gefragt, ob sie auch durch den Neoprenanzug gepinkelt haben. Da haben die alle Nein gesagt. Ich habe da zweimal durchgepinkelt. Nee, hast du mir gleich erzählt. Ich war zweimal, geschockt. Ich habe zweimal durch den Neoprenanzug gepinkelt. Also beim ersten Mal reinfallen war ich so. Das war so arschkalt, es kam so von unten, ich hatte auch so einen riesen Neopren an, der war so locker, da kam alles von unten so rein und nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will dich jetzt gar nicht, also du hast das so toll gemacht, ich dachte, dass du noch nicht mal mitkommst. Du wolltest ja ich wollte nicht mit. Eigentlich wolltest du den Bau machen, okay, Bau habe ich dann verschoben, habe das ja rausbekommen. Dann hatte Philipp gesagt, okay, ich bleib trotzdem auf der Baustelle, weil ich muss das und das. Und dann hat Philipp morgens gesagt, okay, ich komme vielleicht doch mit zum Gucken. Guck mal, hier sagt auch jemand, das ist doch ganz normal, dass man durch den Neopren... Mann, ich bin das erste Mal, wo ich losgefahren bin, wo ich gleich aufgeklatscht bin, da bin ich mit dem Mund offen rein, habe den ganzen See... Weißt du, was du für... So! Du hast so eine Fontäne hinter dir. Ja, ich hab zwei Liter Wasser getrunken, wo soll ich denn da pinkeln? Ich kann doch nicht jedes Mal den Neoprenanzug ausziehen zum Pinkeln. Ich bin doch sowieso im See drin. Ja, aber da pinkelst du noch nicht rein. In den See oder in den Anzug? Ja, der nächste hat auch den Neo an. Ja, und der trocknet doch kurz, der pinkelt auch rein und dann vermischt sich das. Boah, nee. Ich denke, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Nein. Was meinst du, was in dem Neoprenanzug schon alles drin war? Boah, ich will es gar nicht wissen. Was meinst du, wenn da jemand hier pupst? Ja, okay, ich möchte Mittwoch nicht fahren. Ich filme. Ist das okay? Machen Taucher auch, siehst du? Oh, nee. Ja, ist doch so. Ich filme. Ist gar kein Problem. Das ist ganz, ich filme das alles gerne. Das ist ganz normal. Rampe macht Philipp, ich filme. Der See war ja auch relativ kalt und dann hatte ich eine kurze warme Abkühlung. Zumindest an den Beinen. Aber ich war ein bisschen traurig, weil von mir wird erwartet, dass ich es einfach kann. Und ich war so aufgeregt, ich konnte das ganz, ganz genauso wenig wie du. Ich bin letztes Jahr einmal gefahren. Einmal. Ja. So. Und ich dachte ich höre nur Jammer, Jammer, Jammer. Ich höre nur Jammer, Jammer, Jammer. Ja. Mensch, du bist leicht, du hast dünne Beine, du gehst da rauf. Wir hatten so viele Frauen mit, die auch leicht waren und Neo anhatten und also so von sich aus zu Hause schon so Neo. Ich habe gedacht, das sind alles so eine Pros. Oder wir kannten die alle ja nicht, die Gruppe. Nee, so. Meine Schwester kann es so. Ja, das war die einzige. Der Rest waren so eine optisch nur ein Pros im ersten Moment, oder nicht? Nee, nur weil ich kann auch morgen losfahren, mir einen Neoprenanzug kaufen, trotzdem kann ich nicht hier Tiefsee tauchen. Aber die sahen so aus. Oder nicht? Ja, aber deswegen... Und ich das ist wie Leute, die sich einen Sportwagen kaufen. Nur weil Leute einen Sportwagen kaufen, können sie noch kein Auto fahren. Aber ich habe mir in die Hosen geschissen. Ich habe gedacht, okay, du machst dich hier richtig zum Horst. Das in den Neopren?
Und dann regst du dich über meinen Pipi auf. Naja. Durchfall. Durchfall hatte ich. Also lustig war schon den ersten Neoprenanzug, den er mir geben wollte. Da wollte er mir ein XL geben. Das war so geil. Der hat er von der Stange genommen. Dann wusste ich schon gleich, das war's. Alter, ciao, Kakao. Und ich stand in diesem Raum, hatte so eine Maske auf. Und ich sag so, mein Mann braucht auch einen Neoprenanzug. Und er guckt so, ja, alles klar. Und so ein kleiner Butschi läuft los und kommt wieder. Und ich so, ich lauf los, ich muss ihm das zeigen. Ich so, Philipp, guck mal. Ich habe die größte Größe bekommen. Ja, ich so, Philipp, guck mal. Und er so, Alter, dein Ernst, da war sie ja nie im Leben nicht rein. Und dann kamst du rein, auch mit Maske. Habt ihr beiden da gestanden und dann hat er dir irgend so einen XXL-Anzug war das. Richtig, genau. Aber war jetzt auch Maximum. Hast du da, beim Zumachen war das schon so mit stabil. Ja, Titten raus, nee, Titten rein. Mhm. Titten rein war besser, ja. Aber das Ding ist ja bei dir, das ist ja kein Fett. Bei dir ist es ja... Alles Muskeln. Nein, es ist, ja... Nein, der Rücken stört manchmal. Genau, du der bist Rücken, breit. Hier bist du breit, weil bis ja, hier oben hat es gepasst. Wenn der breiteste, den du kennst. Ja, hier absolut. Im Haushalt. Mhm, richtig. Und mir haben sie aber, weißt du, was sie mir gegeben haben? Gerade mal. L? Nee. XL? Nee. XXL? XS, aber für Männer. Hm. Und mein Ding war, deine Schwester und ich haben, also ich habe deine Schwester mit angezogen und sie musste wirklich rein, und so kenne ich das auch, in Neo musst du dich reinpressen. Ich bin da reingestiegen und es war alles so, wo ich dachte, na gut, hier hast du noch ein bisschen Platz und so. Deswegen hat das für auch einen Vorteil, du hast einen männlichen Anzug an. Ja, was hat er denn von mir gedacht? Ja. Yeah. Das Ding war viel zu groß. Ich hatte hier so eine, das war alles so ein Luftblasenkram. Ich hatte XS Men an. Ja, du bist ja eh wie selten reingefallen. Hast du eine ganze Runde geschafft? Dreimal. Dreimal eine ganze Runde? Auf dich habe ich gar nicht geachtet, ne? Ich weiß, ja. Nein, ich war sehr nervös auch. Aber ich bin ja gefahren in einer Tour. Ich habe mich schwer verletzt. Das hast du auch gar nicht bemerkt. Doch, danach habe ich gesagt, Mensch, was hast du gemacht? Dann hast du gesagt, ich habe mich verletzt und dann bin ich weitergefahren. Beim letzten Mal habe ich gedacht, ich bin cool und ich habe beim Erklären nicht zugehört, ne? Also als der Typ erklärt hat. Guck mal, pass auf. Ich hab vorhin gesagt, ich habe Angst, mich da zu verletzen, und du sagst, du hast dich letztes Mal da verletzt. Ja, weil ich nicht zugehört habe. Ja. So, weil ich dachte, ich komme ja gar nicht so weit. Und er hat die letzten Bojen erklärt. Ja, also der weiße und orangene und so. Und wusste ich, dass ich sofort da rumkomme. Also einmal hingefallen, danach bin ich einmal rumgekommen. Und wusste ich das, da hatte ich auch keine Ahnung von. Und ich dachte, okay, welche Boje musst du treffen, damit du weiterfahren kannst? Alles klar, jetzt triffst du mal die. Das, ne? Mhm. Und ich hänge so in dem Seil drin und auf einmal gibt es nach und meine Skier gehen so ins Wasser rein. Ja, also ich bin so eingesunken. Und dann im nächsten Moment gibt es einen Ruck und da ich ja nur 60 Kilo wiege, bin ich einfach wie so ein Comedy aus diesen Skiern rausgeflogen, hing an diesem Ding dran. Die Skier blieben da stehen, wo sie waren. Und ich bin rausgeflogen und bin mit meinem Fuß auf den Skiern gelandet. Also mit dem hier, das sieht man immer. Also du weißt schon, grundsätzlich soll man mit dem Fuß auf den Skiern landen. Warte mal, nee, anderer Fuß. Da sieht man gar nichts mehr. Natürlich. Und du weißt nicht mal, welcher Fuß von dir verletzt ist. Nee, der hier war das. Aber der sah schon scheiße aus. Komm. Also ich sag mal so, in jeder Armee der Welt hättest du weiterkämpfen müssen. Aber der sah schon scheiße aus. Ja, also es war ein bisschen blau und ich hab dir Zuspruch gegeben. Aber du bist ein Spinner, das war schon eine Kugel. In jeder normalen Welt hättest du weiterfahren müssen. In deiner Welt, ja, in Karls Welt. Aber in unserer normalen Welt, der war schon... Und die Leute fragen, welche Männer tragen denn XS? War so. Hier, Thomas trägt XS. Ich hatte Man XS. An Arme. Und das Dumme war, ich bin hier, das sieht man auch immer noch, da ist nicht... Die Leute sehen das nicht. Ach so. Man sieht auch gar nichts mehr. Komm, aber es war schon... Hallo? Es war schon eine dicke Kugel. Ganz schnell. Hm. Aber ich sehe es für Männer. Du bist gemein. Ich bin kein Weichei. Nein, du bist kein Weichei. So. Gute Nacht, ich muss ins Bett. Nebel inside, grüßt euch. Aber ich habe so einen Nerv getroffen und ich habe gerade meinen Fuß ist ab und ich bin aus diesem Wasser rausgeschwommen mit meinen Skiern und mein Fuß hing da so und ich habe einen Nerv getroffen. Wie hast du denn ein Kind bekommen? In 11 Minuten. Ja, aber. Naja. Da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Du hast auch gesagt, dass es kacke aussieht. Es war jetzt nur nicht, dass ich jetzt sage, wir müssen einen Arzt rufen oder so, aber ein blauer Knöchel geht auch wieder weg. Ja, natürlich. Aber ich finde es besser, wenn ich jetzt filme. Also fahren wir damit wohin? Ja, und du fährst Rampe.
Nee, Rampe meine ich nicht. Das haben wir abgemacht jetzt hier. Keine, ich, dazu muss ich erst ein bisschen stabiler drauf stehen. Wenn du sagst, die erste Kurve ist da so schwer. Ja, die ist kacke. Also wie gesagt. Da musst du runter. Du musst ja immer, du kannst ja deinen Arsch nicht runterkriegen. Du musst deinen Arsch in der ersten Kurve runterkriegen. Du hast eine ganz lange Gerade und du musst deinen Arsch in der ersten Kurve runterkriegen. Zumindest am Anfang. Wenn du irgendwann safe bist, dann kannst du so. Aber du musst deinen Arsch in der ersten Kurve runterkriegen, weil der Ruck ist noch krasser als der andere da. Noch krasser? Noch krasser. Als an der anderen ersten Kurve. Erste war ja okay und dann kam die zweite Boje und dann kommt ja dieser krasse Ruck. Und so ist der so ähnlich. Aber schon bei der ersten Boje. Hm. Und der andere kommt relativ schnell nochmal. Hm. Du hast zwei miteinander. Hubschrauber-Einsatz abgemacht. War Marisa fährt schon zurückwärts, ja. Nee, ich kann das. Komm, das ist so gemein. Das ist nicht gemein. Doch. Oh, so, mein Spatz. Ja. Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Lasst mal einfach nur ein Follow da. Und wenn nicht, dann seid ihr keine Follower. So einfach ist die Bestrafung. Und wir nehmen euch morgen live mit ins Haus in die Sanierung. Wir zeigen uns das sanierte Haus, labern da ein bisschen, ja, Blödsinn. Das machen wir. Irgendwann tagsüber. Und Mittwoch sehen wir uns gegen 11 Uhr. 10 Uhr zum Frühstück 10. da. Mhm. 10 Uhr zum Frühstück. Und bis wir reinpischen in Dings und dann. Und dann pische ich durch meinen Neopren. Das könnt ihr bei mir an der Optik sehen mit der Auge. Und dann werde ich keine Schanze fahren. Also Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sagen jetzt Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.